Achtung, dieser Podcast kann persönliche Meinungen enthalten und hat keinerlei journalistischen Anspruch. Lassen wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe. Sverrisson, dann wieder Kügel, gewinnt sein Dribbling gegen Wörns und Guido Buchwald und der Ball ist im Tor. Nach 86 Minuten führt der VfB Stuttgart in Leverkusen mit 2:1. Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit auf Hitzesberger! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen, Pikniza hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und der VfB Stuttgart ist deutscher Fußballmeister. Herzlich willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky und heute mit mir in der Leitung die sehr geschätzte Eva Lotta Bohle. Hallo Eva. Moin. Ja, schön, dass ich wieder da sein darf. Ja, natürlich. Das war ja ein Versprechen. Als du das letzte Mal da warst, haben wir ja gesagt, wenn der VfB die Arminia empfängt, dann bist du wieder mit dabei und du warst im Stadion dabei, da sprechen wir gleich drüber und bist natürlich auch jetzt im Podcast mit dabei und darüber freuen wir uns sehr. Und so eine STR-Folge kann natürlich nicht vonstatten gehen ohne den wichtigsten Mann an meiner Seite. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend. So, vielleicht noch ganz kurz der Hinweis, falls ich es nachher vergesse. Die Eva findet ihr natürlich auch auf Twitter unter Lotti Bohle. Solltet ihr unbedingt folgen. Qualitätstweets sind garantiert. Und, ja, man muss es immer wieder sagen, der ein oder andere VfB-Fan hat sich mit der zweiten Liga immer noch nicht so richtig angefreundet. Aber vielleicht müssen wir länger bleiben als gedacht. Deswegen die Empfehlung von mir, hört den zweite Bundesliga-Podcast. Ist für mich so eigentlich der ideale Podcast, wenn man ja alles mitbekommen möchte, was in der zweiten Bundesliga so passiert. Tolle Analysen, alles auf Englisch, aber ja, so, dass man es verstehen kann, keine Sorge. Also selbst mit einem relativ simplen Schulenglisch kann man den Ausführungen von ja Eva und ich weiß gar nicht, wer ist noch alles mit dabei? Der Matthew ist manchmal mit dabei. Und immer mit dabei. Gibt es doch mal so jemanden, der, glaube ich, für irgendwelche Zweitliga-Englisch-Accounts von diversen Vereinen tätig ist. Genau, Gabriel von Bochum, der ist morgen früh auch dabei. Und Robert vom HSV. So, also auf jeden Fall zuhören, zweite Bundesliga-Pod. Uneingeschränkte Hörempfehlung von meiner Seite. So, jetzt kommen wir zum Spiel, zum Topspiel des vergangenen Spieltags. VfB Stuttgart empfängt die Arminia aus Bielefeld. Und ganz ehrlich, am liebsten würde ich jetzt einfach nur über dieses Spiel sprechen. Aber es gab ja da dann doch das ein oder andere, was im Vorfeld für Aufsehen gesorgt hat. Ich glaube, am augenscheinlichsten war das Thema Coronavirus. Und da kann ich ja gleich mal aus dem Nähkästchen plaudern. Eigentlich war geplant, dass Sebastian die Eva und ich uns im Stadion treffen und zusammen das Spiel gucken. Und dann habe ich gesagt, nee, Leute, nach diesen ganzen Hinweisen, die ich in den letzten Tagen erhalten habe von diversen Professoren und vor allem vom Virologen, ich glaube, Drosten heißt der Kollege, der diesen Podcast macht, sehe ich eher davon ab, aktuell ins Stadion zu gehen. Jetzt frage ich euch beide gleich mal, weil ihr seid ins Stadion gegangen. Hattet ihr denn keine Angst? Also Angst, also ich hatte persönlich keine Angst, ich hatte es ja auch schon gesagt, das ist jetzt nicht das Übliche, ja, dann darf ich ja nicht mehr rausgehen, also natürlich setzt man sich bei so einer Menschenmenge ein Risiko aus und dieses Risiko ist ja gar nicht so entscheidend für einen selbst, wenn man einigermaßen gesund ist, sondern man kann halt dann andere Leute anstecken, die das nicht so gut verkraften können und ich habe das dann für mich abgewogen und habe mir gedacht, naja, ich fahre tatsächlich jeden Tag mit der S-Bahn, die relativ voll ist, ich habe zwei Kinder auf zwei verschiedenen Schulen. Also ich bin sowieso schon ziemlich gefährdet und jetzt gerade bei dem Spiel, wenn es dann Erster gegen Zweiter geht, dann noch gegen Bielefeld, habe ich mir dann den Egoismus rausgenommen, dann doch ins Stadion zu gehen. Also nicht mit einem mulmigen Gefühl, aber doch so mit einem leicht schlechten Gewissen, weil klar, eigentlich hätten wir alle zu Hause bleiben sollen. Das ist natürlich auf jeden Fall richtig. Wie war es für dich, Eva? Also vor allen Dingen, wie war das von der Kommunikation her? Lange wusste man ja nicht so richtig, findet das Spiel statt oder nicht. Der Twitter-Account von Bielefeld hat, glaube ich, schon kurz nach 12
bekannt gegeben, dass das Spiel mit Zuschauern stattfinden wird. Später kam dann raus, dass der VfB und die Stadt Stuttgart bis 14 Uhr noch getagt haben und dann erst entschieden haben, dass das Spiel mit Zuschauern stattfindet. Also ja, die Frage konkret, wie hast du das Ganze mit der Kommunikation empfunden und wie war für dich allgemein so grundsätzlich das Gefühl, jetzt ins Stadion zu gehen, obwohl es ja, muss man dazu sagen, vom Robert-Koch-Institut und von Jens Spahn den Tag davor noch den Hinweis gab, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen. Ja, also ganz vorne anzufangen bei der Kommunikation, die finde ich von allen Seiten, ich rede jetzt nicht nur von den beiden Vereinen und Co. und von der Stadt Stuttgart beispielsweise, finde ich wirklich sehr mangelhaft, weil es geht nicht wie zum Beispiel bei der Absage des Derbys Gladbach gegen Köln darum, dass man irgendwie guckt, wie ein Sturm sich entwickelt, sondern es geht halt um den Virus und das kann man ja doch irgendwie da ein bisschen früher kommunizieren, gerade weil es aus Bielefeld nach Stuttgart jetzt auch nicht gerade um die Ecke ist. Ich war zu dem Zeitpunkt schon seit 2 Stunden unterwegs. Das ist dann halt schon ein bisschen doof. Ich war zu dem Zeitpunkt auch, dachte mir so, ja, ganz ehrlich, jetzt bin ich unterwegs und so, ich habe viel gearbeitet, die letzte Woche auch viel mit allen möglichen Menschen zu tun gehabt. Da dachte ich mir sehr, ganz ehrlich, wenn ich es habe, habe ich es jetzt schon. So nach dem Motto auch, Hauptsache ich infiziere mich nicht. Das war dann von meiner Seite auch ehrlich gesagt dumm. Also sagen wir mal so, wüsste ich alles, was ich jetzt weiß, weiß ich nicht, ob ich überhaupt am Wochenende nicht schon entschieden hätte, ich fahre nicht, weil irgendwie man ja auch mal ein bisschen in der Familie guckt mit einer kleinen Nichte und Großeltern, die angeschlagen sind, ist im Prinzip nicht das Schlauste von mir gewesen wahrscheinlich. Ja, dann zu Jens Spahn, ich finde halt eine Empfehlung immer ein bisschen grenzwertig, das wird ja jetzt auch von vielen Ländern ausgesprochen, also die Empfehlung ab 1000 Zuschauer, ich finde, man sagt halt entweder ganz oder gar nicht, das geht genauso über den DFB, also nur weil man sich irgendwie gegenseitig die Verantwortung, also auch DFL, DFB irgendwie zuschieben will und dann sagt, es gibt ja noch die Länder und die Gesundheitsämter, die sollen das jetzt entscheiden, das finde ich halt wirklich ziemlich dämlich und irgendwie nach dem Motto, jetzt müssen wir den letzten Spieltag oder das letzte Spiel des Spieltags noch durchziehen, ja, ich weiß es nicht, ich glaube, es hatte einfach wirtschaftliche Gründe, da bin ich mir relativ sicher, das sieht man ja auch bei den Spielen und da finde ich irgendwie fehlt die Kommunikation in weiten Teilen, also dass man dieses, was ja rumgeht, diese beiden Graphen und dann unter dem Hashtag Flatten the Curve. Mhm. Ich finde, das sollte eigentlich jeder Verein einfach auf seine Webseite angepinnt haben, um zu sehen, so Leute, das ist der Grund, beschäftigt euch da mal mit und lasst das mal erstmal ein bisschen sacken, bevor ihr jetzt irgendwie dagegen randaliert. Ja, aber was ist denn mit meinem Geld? Also ich finde, das ist wirklich das absolut Unwichtigste gerade. Also für mich ist es fast schon skandalös, dass man dieses Spiel mit Zuschauern stattfinden lassen hat, weil es eben ja diese Empfehlung deshalb gab, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, kann der Gesundheitsminister das nicht sozusagen vorschreiben, dass es jetzt diese Veranstaltung nicht mehr gibt, sondern das ist eine Empfehlung, an die sich in der Regel dann die jeweiligen Gesundheitsminister der Länder halten, weil das ja klar, also Ländersache ist und dann, glaube ich, dann auch wieder auf die Städte ankommt. So genau, ich bin ja kein Corona-Experte und auch kein Viren-Experte, aber Fakt ist eins, hier wurde gesagt, man soll Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern eher absagen. Christian Drosten, wir haben vorhin ganz kurz schon über ihn gesprochen, hat in seinem Podcast ganz eindeutig am Freitag gesagt, Fußballspiele braucht aktuell kein Mensch. Und ich meine, solche eindringlichen Hinweise, da brauche ich doch nicht noch 14, bis 14 Uhr am Spieltag irgendwie tagen. Eigentlich ist alles gesagt zu dem Thema. Also, dann gibt's für mich nur zwei Optionen. Entweder Geisterspiel oder wir sagen das Ding ab. Und natürlich tut sich der VfB da ein bisschen schwer mit und unter Umständen dann auch die Stadt Stuttgart. Das mag schon sein und dann bin ich ganz bei dir, Eva. Hier muss halt die DFL ganz, ganz klar sagen, okay Leute, jetzt gab's diese Ansage von Herrn Spahn, es soll diese Veranstaltung nicht mehr geben, da können wir nicht sagen, jetzt müssen wir noch den Spieltag, ist mir ehrlich gesagt scheißegal, ob dieser Spieltag jetzt fair endet oder eben nicht, weil das ist momentan wirklich unser allergeringstes Problem, dass wir uns darum bemühen müssen, dass es jetzt für den VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld noch möglichst fair weitergeht hier mit dem Saisonverlauf. Also das finde ich irgendwo
also ich finde es einfach skandalös. Und dann, Sebastian, da kannst du vielleicht was dazu sagen, vom Verein, ja, dann zu sagen, ja, okay, beim Stadionbesuch bitten wir bitte die Leute zu Hause zu bleiben, die irgendwie in einem Risikogebiet waren in den letzten 14 Tagen und möglichst auch die Stadionbesucher oder beziehungsweise Leute, die mit Coronavirus-Infizierten in Kontakt gekommen sind, die sollen dann bitte von einem Stadionbesuch absehen. Also, ich meine, das ist halt so, dass die Verantwortung weitergeschoben, aber das bringt im Endeffekt rein gar nichts. Hast du ja gesehen, es waren 54.000 Leute oder von mir waren es dann nur 50.000, weil man dann noch die Dauerkarten mitzählt im Stadion. Aber ich finde jetzt diese Sicherheitsmaßnahmen fast schon albern, auch mit diesem, ich drehe mich um bei der Kontrolle und ich kann mir jetzt Desinfektionsmittel mitten ins Stadion nehmen. Das ist auf eine Art und Weise fahrlässig. Da habe ich wenig Verständnis dafür. Sebastian, wie waren für dich die Sicherheitsmaßnahmen, wenn man das so sagen kann, im Stadion? Das war eigentlich wie immer nur, dass du halt beim Abtasten halt mit dem Rücken dann zu dem Abtastenden standst, aber natürlich stehst du vorher in der Menschenmenge halt dicht gedrängt, während du darauf wartest, dass du da an die Reihe kommst. Also insofern ja, ist es halt eigentlich eine Farce, ne? Man schiebt halt die Verantwortung hin und her und dann irgendwie auf den einzelnen Stadionbesucher, aber das wird dann ja auch nicht kontrolliert, ob jetzt jemand in Südtirol war oder nicht. Und dann hört man ja wieder oft auch Stimmen von Leuten, die sagen, mich darf niemand bevormunden, wir können doch selbst entscheiden, ob wir ins Stadion gehen oder nicht und wir treffen dann schon die richtige Entscheidung und auf der anderen Seite siehst du dann, wie Leute halt irgendwie Klopapier hamstern und das Desinfektionsmittel aus Krankenhäusern klauen und dann denke ich, nee, also dann ist das Individuum vielleicht doch nicht in der Lage, eine vernünftige Entscheidung zu treffen und der einzige Weg ist dann halt zu sagen, es findet halt nicht statt, also dann muss man den Leuten diese Entscheidung abnehmen, dann können sie sich gar nicht falsch entscheiden und dann, ja, dann fällt halt so ein Spiel einfach auch aus, was sicherlich das Beste gewesen wäre. Der Sprecher der Stadt Stuttgart, Sven Mattes, hat noch gesagt, das Ordnungsamt riet von einer kurzfristigen Absage des Spiels ab. Ausschlaggebend waren bei der sofortigen Abwägung von allen sicherheitsrelevanten Aspekten. Moment mal, ausschlaggebend waren bei der sorgfältigen Abwägung von allen sicherheitsrelevanten Aspekten zudem, dass bereits viele auswärtige Fans schon auf dem Weg nach Stuttgart sind. So, Eva, also jetzt habe ich es noch gar nicht so mitbekommen, aber vielleicht kannst du kurz was dazu sagen. Ist das so, dass man als Bielefeld-Fan, wenn man dann da in Stuttgart ankommt und hört, wir mussten das Spiel leider ja absagen, beziehungsweise es findet ohne Zuschauer statt, dass man da direkt anfängt zu randalieren? Oder was ist jetzt, also ich verstehe diese Argumentation nicht so richtig. Ja, ich ehrlich gesagt auch nicht, weil wir leben ja auch nicht mehr in Zeiten, wo man irgendwie bitte irgendwie ein Telegramm kriegt oder so, wo dann bei deiner Ankunft draufsteht, ah ja, übrigens, das Spiel ist abgesagt. Also ich glaube, jeder Mensch, der da irgendwie auf dem Weg war, war zumindest in Begleitung von jemandem, der irgendwie Zugriff auf Social Media hatte in irgendeiner Art und Weise. Ja, und dann drehe ich halt wieder um. Also ich glaube, wir waren bei der offiziellen Durchsage dann gerade in Mannheim. Klar, ist blöd, wenn ich dann jetzt nochmal 3,5 Stunden wieder zurückfahren muss. Aber ist halt so, ja. Dann sage ich irgendwie als Verein, wir zahlen doch irgendwie eine Tankfüllung oder weißt du was ich was. Aber das ist doch irgendwie, also das ist wirklich mit Abstand die dümmste Entscheidung irgendwie. Weil ganz ehrlich, unter den Voraussetzungen, wenn wir jetzt nochmal auf das Derby gucken, ja, Köln gegen Gladbach, hätte das ja nicht abgesagt werden dürfen, weil da waren ja schon viele Leute irgendwie in der Stadt unterwegs und da ging es um einen Sturm, ja, also irgendwie und da hat man ja trotzdem eine Stunde vorher gesagt, wir sagen es jetzt ab deshalb, also das sind ja irgendwie Verhältnismäßigkeiten, die ich dann nicht verstehe und dann muss ich halt einfach konsequent sagen, dann sage ich das ab und das erschließt sich mir nicht, aber das ist halt wirklich dieses, ja, Hauptsache ich trete nicht die Verantwortung und irgendjemand anderes ist der am Ende alleine steht und den ganzen Mist abbekommt im Prinzip, ne? Also, ja, vor allem die Entscheidungsfindung so lange herauszuzögern, bis halt alle schon da sind, die dann damit zu begründen, dass schon alle da sind, das ist halt ja wirklich absurd, weil, wie gesagt, es ist kein Sturm, der plötzlich die Richtung ändern kann oder dann abflacht oder noch schlimmer wird, sondern du konntest ja theoretisch am Freitag oder jederzeit am Wochenende die Entscheidung treffen, weil das Coronavirus wird nicht von Sonntag auf Montag verschwinden und es wird halt nicht auf einmal alle infizieren. Also du kannst die Entscheidung wirklich rechtzeitig treffen. Und dann zu sagen, na jetzt würden wir es vielleicht anders treffen, aber jetzt ist es halt schon so spät und die ganzen Fans sind schon da. Wir reden da ja dann von 1.500 bis 2.000. Also ich denke, das kann eine 600.000 Einwohnerstadt dann auch irgendwie puffern. Das fand ich auch bemerkenswert. Der baden-württembergische Minister für Soziales und Integration, Manne Lucher, Manne dürfen ihn übrigens alle nennen, nicht nur die Freunde. Er möchte so genannt werden. Manne Lucher meinte, wir werden
dennoch ab heute, also gestern, einen rigorosen Cut machen. Sprich, das Spiel gegen Stuttgart war die letzte Großveranstaltung, die in Baden-Württemberg so durchgeführt wurde mit Publikum. Denn am heutigen Tag sollte, glaube ich, die Kickers sollten Nachholspiel spielen. Ja. Das wurde dann schon gestern abgesagt, wo ich mir auch dachte, okay, also wir lassen um 20.30 Uhr ein Spiel anpfeifen mit über 50.000 Leute und irgendwie 16 Stunden später können wir dann dieses Kickerspiel nicht mehr stattfinden lassen. Das macht halt auch null Sinn aus meiner Sicht und für mich verstärkt sich der Eindruck, dass hier rein wirtschaftliche Interessen vorangestellt wurden und einfach, dass man wollte das Ding jetzt irgendwie durchdrücken. Das war, glaube ich, die Idee dahinter und das finde ich verantwortungslos und also ich finde es skandalös. Ich kann es gerne noch mal wiederholen. Ja, und ich finde auch zum Beispiel, also man denkt dann ja, dass die Politik jetzt auch mal vernünftig handelt, aber ganz ehrlich, wenn ich sowas dann wie von der FDP lese, ja, man müsse ja einfach ein effektives Antibiotikum einsetzen, wo ich mir auch so denke, sag mal, also das ist halt das Problem, was zu dieser ganzen Fehlkommunikation dazukommt. Es gibt einfach so viele Fehler oder falsche Nachrichten zu dem Thema, ja, von irgendwelchen Zeitungen, die das hinter einer Paywall verstecken, wo einfach kompletter Käse hintersteht oder irgendwelche Verschwörungstheorien. Das ist halt Panikmache und das ist ja auch irgendwie statistisch bewiesen. So, wenn man das mit der Schweinegrippe vergleicht, die, keine Ahnung, wie lang ist das her? 10 Jahre oder so? So 10 Jahre kommt schon hin, glaube ich. 9 oder 10 Jahre, ja. Genau, wo, wenn man so Richtung Social Media geht, das Größte irgendwie Facebook war und das sich aber seitdem ja irgendwie nochmal verzehnfacht hat und dann durch die Zunahme von Instagram und Co. ja auch alles nochmal größer geworden ist. Es kommt halt so schnell Falschinformationen im Umlauf, dass du es überhaupt nicht mehr kontrollieren kannst. Da schreibt irgendwo jemand was, ein anderer übernimmt's und du hast halt irgendwie diese Panikmache, die dann noch dazukommt und die dann eben, wenn es halt wirklich mal um eine richtige Entscheidung wie Geisterspiele geht, die dann halt zu komplettem Unverständnis führt. Und das ist, glaube ich, das eins der größten Probleme, die wir in dem Kontext auch haben. Ja, sehe ich genauso. Es soll diese Woche oder spätestens nächste Woche dazu kommen, dass alle 36 Bundesligisten zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung sich treffen werden, um den weiteren Saisonverlauf unter Berücksichtigung der möglichen Auswirkungen des Coronavirus eben zu besprechen. Ihr könnt mir vorstellen, dass es dann vielleicht schon etwas konkreter wird, aber auch hier kann man natürlich sagen, es ist ja enorm dringlich eigentlich und warum man es dann nicht hinbekommt, sich direkt am Montag, am Sonntag oder am, weiß ich nicht, Samstag schon zusammenzusetzen, weil die Meldung, die ich jetzt hier gerade vorgelesen habe, die ist, glaube ich, vom Donnerstag. Also das verstehe ich auch schon wieder nicht so richtig. Also hier fehlt einfach auch die klare Ansage der DFL. Die könnten ja sagen, wir sagen alle Spiele ab, beziehungsweise es wird keine Spiele mit Publikum geben, dann nimmt man den Vereinen vor Ort so ein bisschen die Entscheidung ab. Gleichzeitig gibt es natürlich dann auch Wortmeldungen aus Berlin zum Beispiel von unseren Freunden aus Köpenick, die dann direkt damit argumentieren, dass sie mehr oder weniger vorm finanziellen Ruin stehen, sobald jetzt ein Spiel abgesagt wird, in dem Fall gegen die Bayern. Weiß ich, Sebastian, wie wertest du so ein unheimliches Vorgehen von den ganzen Vereinen aktuell? Das ist schon sehr befremdlich, oder? Ja, also vor allem, wenn dann halt so der erste Impuls, den man dann von manchen halt wahrnimmt, ist dann ans Geld zu denken. Ich meine, klar ist das Geld ein Riesenthema, ist ein Wirtschaftsunternehmen, aber man merkt jetzt ja allenthalben, dass es gerade echt um mehr geht. Ne? Also, weil auf einmal sind ja Sachen möglich, die wären bisher undenkbar gewesen. Das ist jetzt echt gerade eine Ausnahmesituation. Und wenn alle ihre Spiele absagen und alle Mediziner und Virologen sagen, hey, wir müssen die Spiele absagen, dann sollst du dich dann vielleicht nicht unbedingt dahinstellen und sagen, nee, also wir spielen auf jeden Fall vor Publikum, wir brauchen das Geld. Also so egoistisch kann man ja eigentlich gar nicht sein. Und das ist wirklich sehr befremdlich und man wünscht sich halt wirklich, dass einfach jetzt schnellstens eine einheitliche Regelung gefunden wird, wie auch in anderen Ligen, wie auch in anderen Ländern beim Fußball und es einfach heißt, nee, es wird halt nicht mehr vor Publikum gespielt. Ja, vor allem, sorry. Nee, bitte, Eva. Was ich ja auch vor allem wirklich etwas merkwürdig finde, ist ein Julian Nagelsmann, der sich vor die Kamera stellt, ja, und sagt, nee, also ich bin richtig froh, dass dieses Spiel mit Zuschauern stattfindet, wo sich Leipzig mit Thema Zuschauer und Coronavirus ja in den letzten Tagen auch wirklich nicht mit sonderlich viel Ruhm bekleckert hat, ja, so nach dem Motto, irgendwie gefahrloses Besuchen des Spiels ist auf jeden Fall gewährleistet, außer du bist Asiate. Genau, also halt, man sieht irgendwie leicht asiatisch aus. Ja, also das ist für mich auch nicht verständlich. Und ich meine, nochmal, es ist ja früher
zu canceln. Es geht ja, also dieses, ja, aber ein Champions-League-Spiel ist ja nochmal was anderes. Naja, also ich meine, PSG Dortmund wurde auch abgesagt, ja. Dann kann ich genauso gut Leipzig Tottenham absagen. Vor allem, wenn irgendwie vor anderthalb Wochen die Leipziger Buchmesse abgesagt wurde. Also irgendwie verstehe ich nicht, wie die Stadt Leipzig bei der Buchmesse sagt, jo, nee, das sagen wir ab. Aber bei dem Spiel heute Abend, nee, das sagen wir nicht ab. Also der Joke liegt jetzt auf der Hand, weil sie wissen, dass eh keiner kommt. Aber gut. Ja. Also das erschließt sich mir halt wirklich nicht. Und das finde ich irgendwie, da muss ja irgendwie, dann richtet irgendwie eine außerordentliche Kommission komplett außerhalb von irgendwelcher Fußballverbände ein, ja, die klipp und klar fürs ganze Land sagt, so, das und das darf definitiv nicht mehr stattfinden. Ob das jetzt abgesagt wird oder nicht mit Nichtbesuchern stattfindet im Falle eines sportlichen Ereignisses, ist mir dann auch egal. Ja. Aber irgendwas, woran nicht Geld gebunden ist, weil das anscheinend anders funktioniert ja in diesem Land nicht. Und übrigens für jeden Einzelnen, der sich gerade die schwerwiegende Frage stellt, kriege ich denn meine 15 Euro fürs Ticket wieder? Das gibt, Sebastian, du lachst, aber da gibt es welche, die sind da schon ganz nervös. Also das ist jetzt so, dass wenn eine Veranstaltung abgesagt wird, besteht grundsätzlich das Recht auf eine Erstattung des Kaufpreises. In diesem Fall kommt der Veranstalter nämlich seiner Leistungspflicht nicht nach. Aber das Ding ist jetzt hier, es muss wohl noch geklärt werden, ob dieser Coronavirus jetzt hier einfach höhere Mächte sind, die da wirken, und dann würde der Verein, glaube ich, entbunden werden von dieser eigentlichen Rückzahlungspflicht, oder ob es sich hier das Ganze nur um reine Vorsichtsmaßnahmen handelt, dann wiederum wäre der Verein irgendwie zu belangen. Also ich denke mal, da gibt es noch kein konkretes Urteil zu und man muss sich da, wenn ich das heute richtig verstanden habe, auch im Podcast mit Christian Drosten, muss man sich da auch noch von Bundseite aus, sag mal, irgendwas überlegen, so dass man Geld vielleicht zur Verfügung stellt, um dann eben diesen Vereinen, die jetzt da wirklich am Hungertuch nagen, zur Hilfe zu kommen und dann die Ticketeinnahmen rückzahlen zu können. Aber ich verstehe natürlich, jetzt wird bestimmt jemand hier den Podcast hören und sagen, ja, aber das sind ja Millionen Einnahmen, die da flöten gehen. Alles richtig, und das ist für den einen oder anderen Verein auch mit Sicherheit dramatisch. Das möchte ich auch überhaupt nicht in Abrede stellen. Ich finde halt nur, das kann nicht die Argumentation sein, warum wir sagen, wir widersetzen uns jetzt den eindeutigen Ratschlägen von erfahrenen Virologen, die sagen, das wäre halt eine Katastrophe, wenn wir das jetzt so durchziehen. Also da kann Geld, das kann es halt einfach dann nicht sein, das Argument. Weil ich glaube, wenn wir das so durchziehen, wird das Thema Geld uns am Ende dann von allen Problemen noch das Liebste sein. Also ich glaube nicht, dass irgendein Verein aufgrund von, weiß ich nicht, dann 4 oder 5 Heimspielen, die es nicht mehr gibt, vor die Hunde geht. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Und wenn es dann doch so sein sollte, dass da ein Verein in Schieflage gerät, dann, finde ich, sollte man hier auch solidarisch vielleicht dann unter den anderen 35, 34 Bundesligisten sein und vielleicht irgendwie sich dann gegenseitig unterstützen. Denn auch das ist ja jetzt nicht nur für jeden Einzelnen momentan gefragt, sondern vielleicht dann auch unter diesen eben 36 Bundesliga-Vereinen, die sich dann gegenseitig da aus der Patsche helfen könnten, sollte es da zu einer dramatischen Schieflage des einen oder anderen Vereins kommen. So, Eva, jetzt hast du es ja schon gesagt. Ein paar Spiele wurden schon abgesagt. Ich habe heute gelesen, der VfB Stuttgart wird sein übernächstes Auswärtsspiel in Kiel am 21.03. vor leeren Rängen bestreiten. Ich glaube, in Bielefeld findet das Spiel gegen Osnabrück auch ohne Zuschauer statt. Bin ich da richtig informiert? Korrekt. Ja, genau. Gibt es auch, also das, weil du ja auch von den Ticketrückerstattungen sprichst, zum Beispiel der Markus Rehjörg bei uns hat jetzt gesagt, dass Kartenpreise sowohl für Dauerkarten als auch normale Ticketbesitzer zurückerstattet werden. Aber genau, das Spiel findet auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Findest du das okay, dass man jetzt erstmal die Saison so weiter bestreitet? Also jetzt gehen wir mal davon aus, dass man da irgendwann jetzt mal eine einheitliche Linie findet und sagt, alle Spiele werden abgesagt oder eben alle Spiele finden ohne Zuschauer statt. Findest du das dann okay, dass man das so durchzieht, oder würdest du sagen, nee, momentan ist es vielleicht besser, den Spielbetrieb ganz einzustellen? Ich frage absichtlich dich, weil du natürlich dann massiv betroffen wärst mit deiner Arminia, die eine tolle Saison spielt, vielleicht etwas überraschend auf Platz 1 steht. Unter Umständen ist es dann so, dass ihr vielleicht nicht aufsteigt 2020, sondern erst 2021. Ja, also das ist halt die Frage, ob das passiert, ne? Also, das Problem ist ja, dass da ja wirklich noch
einfach viel im Dunkeln ist. Also wird es jetzt halt wirklich mal ein klares Statement geben. Und das ist halt das, was wir brauchen. Ne? Deshalb bin ich da bei dir zu sagen, jetzt hört doch auf, dieses Treffen immer weiter nach hinten zu schieben. Oder eben zu sagen, ja, es wird ein Gespräch geben. Es muss halt langsam mal irgendwie aufgeklärt werden. Klar finde ich das kacke. Also ich meine, ich glaube, man braucht jetzt kein Genie zu sein, um zu sagen, dass Arminia das, was sie bis jetzt durchgezogen haben, nicht einfach so jetzt nochmal 1:1 kopieren könnten, wäre diese Saison abgesagt. Aber im Endeffekt denke ich mir so, ja, wenn wir dafür ein vernünftiges Gesundheitssystem am Ende dieses Jahres haben, ja, muss man es halt in Kauf nehmen, weil, ich glaube, jeder von uns hat irgendwie Verwandte, die davon betroffen sein könnten, ob es jetzt zum Beispiel meine Großeltern sind oder irgendwelche Freunde, die Vorerkrankungen haben oder Menschen mit Diabetes und Co. Dann ganz ehrlich, es ist halt nur Fußball im Endeffekt, wenn es immer so blöd klingt, aber ist es halt. Klar ist das jetzt auch einfach Phrasen zu dreschen, aber also auch erstmal, ich habe jetzt lieber 5 Spiele Geisterspiele, als dass diese Saison direkt abgesagt wird, als erster Schritt, obwohl auch das natürlich schon hart kritisiert wird, weil halt wie gesagt in zum Beispiel die Eishockey-Liga wurde ja definitiv abgebrochen, der Spielbetrieb wurde eingestellt. Das ist halt, aber da bin ich, glaube ich, auch echt die falsche Person, die man fragen sollte. Ich bin weder Virologin noch irgendjemand, der bis auf einen Arzt als Papa und eine Ärztin als Schwester besonders viel mit Medizin am Hut hat. Sebastian, unser Trainer ist ja immer sehr analytisch drauf. Und so analytisch geht er auch mit dem aktuellen Problem, möchte ich mal sagen, um und sagt, es wird sicher ein Faktor werden, wenn man vor leeren Rängen spielt, was die Emotionen und so weiter angeht. Andererseits erreicht man die Spieler vielleicht auch besser, weil sie einen besser hören. Das ist Pellegrino Matarazzo, der denkt gleich in die richtige Richtung. Es wird das Spiel leicht verändern, aber wir versuchen, die Vorteile daraus zu ziehen. Was glaubst du jetzt? Geh mal davon aus, der VfB wird jetzt die nächsten Spiele ohne Publikum bestreiten. Ist das eher ein Vorteil oder ein Nachteil? Ganz plakativ gefragt. Jetzt können wir da erstmal ganz relaxed irgendwie drauf gucken, weil die nächsten 2 Spiele sind auswärts. Ich glaube, in Wiesbaden wäre vermutlich komplett ausverkauft gewesen, ist jetzt nicht. Ich weiß gar nicht, wie die Zuschauersituation in Kiel ist. Man sieht ja auch oder man hört es ja dann, wenn man mal so ein Spiel dann im Fernsehen sieht, hat dann so ein bisschen was von Vorbereitungskick auf irgendwelchen Trainingslagern. Also natürlich ist es nicht toll, aber das ist ja dann auch wirklich unser kleinstes Problem. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es für einen VfB auswärts ein großes Problem ist. Natürlich, klar, zu Hause, ob du jetzt vor 54.000 spielst oder halt vor dann 54 Ballkinder, ist natürlich ein großer Unterschied. Aber das ist ja dann auch für alle gleich. Ne? Klar, der VfB ist die heimstärkste Mannschaft der Liga. Dann wird sich halt zeigen, sind es die Zuschauer, die dafür verantwortlich sind, oder ist es vielleicht der Rasen oder was anderes. Das werden wir dann sehen. Also, aber ich denke auch, es gibt ja jetzt erstmal keinen Grund, diese Geisterspiele nicht stattfinden zu lassen. Eigentlich, ja, müsste eine klare Ansage her, bis auf Weiteres finden alle, wirklich sämtliche Partien unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt und dann hat man ein bisschen Zeit und kann dann gucken, wie sich das Ganze so entwickelt und dann muss man, wenn man Glück hat, denke ich, kann man die Saison dann vielleicht sogar so zu Ende spielen und wenn nicht, also das ist ja klar, sobald sich halt irgendwie ein Spieler, ein Trainer infizieren sollte, ist das Ding dann eh nochmal eine ganz andere Sache, dann muss man ja neu bewerten, aber jetzt, bis auf Weiteres wäre das für mich die beste Lösung. Also ich persönlich fand ja die Testspiele, zum Beispiel im Trainingslager, immer sehr gut vom VfB. Und da gab es ja auch wenig Publikum. Also ich gehe jetzt einfach davon aus, dass der VfB da befreiter aufspielen kann. Zu Hause werden sie nicht so schnell nervös, wenn sie mal 2 Fehlpässe spielen und sofort das Gebrudel losgeht. Auswärts werden die Gegner nicht zu Höchstleistung angestachelt und jede Grätsche bejubelt. Ich würde mal sagen, der VfB ist jetzt von allen Vereinen vielleicht nicht der den größten Nachteil dadurch hätte. Aber ich sage jetzt auch nicht, dass sie einen Vorteil hätten. Also ja. Ich habe mich auch gefragt, wenn sie unter Ausschluss der Öffentlichkeit spielen, ob sie dann vielleicht ihre Heimspiele gar nicht im Neckarstadion spielen sollen, im Schliens oder so, ob das ginge. Wahrscheinlich wegen den TV-Kameras schwierig. Naja, vermutlich, ne? Ja. Wobei, dann stellt sich der Laser wieder hin mit seiner GoPro oder was es da immer ist und schwenkt von rechts nach links. So wie, also ich gucke mir ja immer die Highlights von den U19-Spielen an
Und da gibt es dann manchmal Vereine, Gladbach fällt mir da ein oder Köln, da hast du wirklich einen richtig tollen TV-Turm. Du siehst praktisch die Spiele fast schon wie, wenn du ein Scouting-Feed dir anschaust. Oder wir haben ja jetzt das Spiel Bayern München gegen die VfB U19 am Sonntag sehen können. Das war ja auch toll eigentlich, wie die Kameras aufgebaut waren. Und dann siehst du ab und zu mal die Spiele vom VfB aus Stuttgart gefilmt und denkst dir so, holy shit, also das ist... Ja, aber gut, das ist eine andere. Da gibt es noch Luft nach oben, das stimmt. Ja. Aber das ist momentan nicht das größte Problem. Eva hat es ja vorhin schon gesagt. Es gibt aktuell mit Sicherheit wichtigere Dinge als Fußball. Deswegen ist die Sendung hier vielleicht dann auch ein bisschen anders als die anderen Sendungen, die wir davor produziert haben. Aber das darf es dann auch mal geben. Kein Problem. Gut, dann sprechen wir jetzt so ein bisschen über das Spiel am Montag gegen Bielefeld. Und ja, Eva, erstmal deine Einschätzung, vielleicht so ganz grob dazu. Wie überrascht warst du, dass Uwe Neuhaus mit einer Doppel-6 begonnen hat? Das hat mich persönlich sehr überrascht. Ja, und auch, dass Suko nicht gespielt hat von Beginn an. Auch da war ich so ein bisschen überrascht. Ja, also wie war das für dich, als du die Aufstellung gelesen hast? Fandest du es cool oder eher nicht so? Also ich fand Doppel-6 erstmal gar nicht so schlecht. Ich war von Kunze im Wiesbaden-Spiel schon relativ begeistert. Der gefällt mir echt richtig gut, der Junge. Und gerade neben Prietl, der ja, glaube ich, noch nicht wieder so in die Zweikämpfe gehen wird und gegangen ist, wie er vor seinem Bruch das gemacht hat, einfach, ne, weil wenn er da irgendwie falsch ausrutscht, draufknallt, hat er wirklich ein richtig großes Problem. Aber also ich war auch überrascht und ich glaube, das hat beide Mannschaften auch so ein bisschen überrascht. Bei Arminia war es ja nicht anders, dass sie ein bisschen irritiert waren von der taktischen Ausrichtung von Stuttgart. Javo ist bei mir eh immer so ein kritischer Faktor. Ich finde, der spielt keine gute Saison. Klar, der steht ab und zu mal an der richtigen Stelle, aber das tun andere eben auch. Für mich ist Suku oder auch Edmundson da wirklich die bessere Wahl diese Saison, hat Suku dann ja nach seiner Einwechslung auch gezeigt. Beeindruckend. Wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf, die Körperlichkeit finde ich halt so entscheidend in den Momenten. Also wenn ich Jabo sehe, habe ich immer das Gefühl, dass er nicht so richtig bereit ist, sich da voll reinzuwerfen, oder es fehlt irgendwie so ein bisschen am Timing. Und bei Suko ist halt ein unheimlich körperlicher Spieler, der damit viele Zweikämpfe für sich entscheidet. Und den Entscheidenden zum 1:1, das war ja eigentlich auch eben durch so eine körperliche Aktion. Ja, und das Ding ist halt auch, wenn man sich auch mal zwei, drei Situationen von Jabo anguckt, der braucht unfassbar lange, um anzutreten. Also bis der sich mal Richtung Ball in Bewegung setzt, das dauert viel zu lange. Wenn der zum Sprint ansetzt, ist der schnell. Das ist keine Frage, aber ich habe das Gefühl, da fehlt manchmal noch ein bisschen was. Da gab es irgendwie zwei, drei Situationen, wo dann irgendwie Hartl schneller angelaufen kommt, der irgendwie von der anderen Seite des Spielfelds kommt. Und das fehlt mir bei ihm wirklich ein bisschen. Und gerade für den Marktwert, für den er auch gekommen ist, bin ich da schon irgendwie zwischendurch ein bisschen enttäuscht. Das ist natürlich wirklich Meckern auf höchstem Niveau. Aber ich würde jetzt im Spiel gegen Osnabrück auch auf jeden Fall Suku wieder den Vorzug geben. Denke ich, wird auch passieren, weil also von Jabo hat man ja wirklich kaum was gesehen. Die Seite wurde einfach auch viel besser über links, größtenteils auch. Was man, glaube ich, sehen konnte, dass bei uns links das Verteidiger-Duo Nilsson und Hartherz ein bisschen mit Silas, er möchte nur Silas, ja, genannt werden. Gut, danke. Silas und ich glaube, Mangala war noch auf der Seite, ne? Da waren sie zwischendurch irgendwie von der Schnelligkeit, glaube ich, immer ein bisschen überfordert. Das haben Pieper und Brunner gegen Gonzales und die Davi, finde ich, um einiges besser gemacht. Also Silas, muss man dazu sagen, ist selber von seiner eigenen Schnelligkeit immer so ein bisschen gestresst und überfordert. Also das geht jetzt nicht nur den Gegenspielern so, sondern dem Spieler selber auch. Aber hier nochmal vielleicht Sebastian kurz mit reingeholt. Sebastian, auch unser Trainer hat ja umgestellt. Pellegrino Matarazzo hat statt Dreierkette hinten auf eine Viererkette gestellt. Also ich vermute jetzt einfach mal, dass er davon ausgegangen ist, dass das Klos natürlich stürmt und auf der linken Seite dann eben Suku spielt und auf der rechten Seite Klaus kommt. Und dass dann eben seine Überlegung war, ich möchte hinten Überzahl haben, deswegen diese Viererkette. Wie fandst du die Wahl, vor allem diese Umstellung in so einem wichtigen Spiel? Jetzt spielst du die ganze Zeit immer mit Dreierkette, beziehungsweise gegen den Ball mit Fünferkette. Und jetzt in diesem wichtigen Spiel stellst du um, natürlich auch jetzt kein besonders kompliziertes System mit dem 4-3-3, aber
ja, trotzdem ist es halt eine Neuanordnung des Systems, eine neue Ausrichtung. Dazu Castro dann wieder als Linksverteidiger, da hat er eh nicht so Bock drauf. Ja, also wie hast du das beurteilt, dass Matarazzo dieses Wagnis eingeht gegen den Tabellenführer? Ja, ich hätte es nicht gemacht, das hat ja auch mein Startelf-Tipp in der letzten Woche, hat es ja auch wieder gespielt, also ich hätte weiterhin so gespielt, aber natürlich würde ich mich auch nicht so richtig wohlfühlen, wenn ich dann einen Carazor gegen Fabian Klos spielen lassen muss, also weil da auch wieder Stichwort Körperlichkeit und physische Präsenz da einfach eine ganz andere ist, da ist natürlich dann Holger Badstuber schon der Bessere, denke ich. Aber klar, die Umstellung auf der einen Seite und natürlich auch Badstuber, der lange Pause hatte, einfach so von Anfang an wieder reinbringen, hatte ich zumindest nicht erwartet. Aber es lief ja zumindest in der ersten Halbzeit, haben die das da hinten wirklich sehr solide wegverteidigt, fand ich. Was mir aufgefallen ist, Eva, da musst du mir so ein bisschen helfen, weil du natürlich jedes Spiel der Arminia gesehen hast. Ich habe Arminia, wenn ich komplette Spiele von Bielefeld gesehen habe, eigentlich immer als ja, eher sehr clevere Mannschaft erlebt, die nicht so hart spielt. Also ihr habt schon Spieler, die wissen, wie man hinlangt, aber mir kam es so ein bisschen so vor, als ob Uwe Neuhaus vielleicht gesagt hat, hey, die Stuttgarter mögen es nicht, wenn man die hart angeht, wenn man eben sehr körperlich spielt, viele Tackles und so weiter, oft fault. Täuscht da mein Eindruck oder spielt Arminia eigentlich immer so hart, aber die kommen irgendwie besser damit durch und faulen nicht so oft gegen andere Gegner? Ja, also ich finde jetzt fand jetzt nicht das übermäßige Aggressivität oder Körperlichkeit gestern stattgefunden haben. Also ganz ehrlich, das sind halt zwei Mannschaften, für die es um was ging und das jetzt irgendwie die halt beide auch Qualität auf den Platz bringen. Und klar, jemand wie Kunze, wenn du den auf dem Platz hast, ist schon ein bisschen klar, dass du da jemanden hast, der dir anders als Hartl, der am Ball halt sehr, sehr sicher ist, jetzt der aber nicht in jeden Zweikampf geht, mit Kunze jemanden hat, der da wirklich in jeden Zweikampf auch relativ ohne Rücksicht auf Verluste geht. Also der ist da ja wirklich, dem ist es ja vollkommen egal, ob das jetzt ein Gomez ist, der ihm gegenübersteht oder irgendjemand in einem Testspiel gegen, weiß ich nicht, Pusemuckel oder so. Der geht da ja wirklich, also und das mag ich an dem so ein bisschen, weil, also es klingt erstmal wie so ein Arschloch, aber eigentlich finde ich, dafür fällt er halt selber in den Fouls nicht. Ne? Also es ist mir gestern aufgefallen, Kunze versucht eigentlich immer weiterzulaufen, der lässt sich nie fallen, der zieht eigentlich immer durch und das finde ich dann von ihm nicht so dieses heuchlerisch, ja, ich kann zu lang, aber sobald mal ich nur berührt werde, fliege ich hin. Ich fand es jetzt, also von beiden Seiten halt Fouls, die jetzt aber in Maßen waren. Also ich habe schon zu Sebastian gesagt, ich finde, die Davi hätte man 10 Minuten vor Schluss durchaus gelb gehen können. Wie er da mit Anlauf in Pieper reingerast kam, finde ich, ist das für mich jetzt nicht mehr beigespielt. Ich fand generell einige Entscheidungen von Dankert ein bisschen merkwürdig, wo irgendwie 3-4 Mal Klos da umgerissen wird und da gibt's nichts. Irgendwie Philips gegen Klos oder Stenze gegen Klos oder so. Und dann reißt Pieper einmal die Davi um und da gibt's direkt Freistoß. Das fand ich ein bisschen kritisch. Aber ja, im Endeffekt fand ich es jetzt nicht, dass es ein unfaires Spiel gewesen wäre. Also da muss ich Sven Mislintat ehrlich gesagt auch ein bisschen widersprechen. Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Das wird noch ein Sonderpunkt. Das finde ich ehrlich gesagt als Offizieller etwas traurig, so eine Aussage nach diesem Spiel zu treffen, weil daran hat es ja definitiv nicht gelegen. So viel sei schon verraten, da bin ich ganz bei dir. Ich habe auch gerade nochmal nachgeschaut und war überrascht. Der Kunze hat 2 erfolgreiche Tackles gesetzt im Spiel und Manuel Prietl, den ich auch nicht als so sag mal, risikobereit empfand, eben weil er halt mit der Schiene gespielt hat, hat 4 erfolgreiche Tackles gesetzt. Also war da eigentlich ganz gut unterwegs und hat das allgemein das Zentrum war halt echt gut zugemacht. Man hat, glaube ich, den Schücke dann einfach dann die Flügel überlassen und ja, war sich da wahrscheinlich relativ sicher, dass man das dann mit der Innenverteidigung ganz gut wegverteidigen kann, beziehungsweise dann eben mit Kunze oder Prietl, die dann sich noch mitfallen lassen. Also an und für sich fand ich das sehr, sehr gut gemacht, was Uwe Neuhaus hier als taktischen Marschplan vorgegeben hat. Sebastian, vielleicht kannst du auch nochmal so aus deiner Sicht schildern, die erste Halbzeit, warst du ein bisschen enttäuscht, dass es vom VfB nicht mehr kam oder hast du damit gerechnet, dass bei so einem Topspiel einfach keiner bereit ist, in den ersten 45 Minuten ja schon alles rauszuhauen, wie man so schön sagt, und ein Risiko einzugehen? Ja, der VfB hat ja die
diese eine Halbchance dann von Mario Gomez, wo er relativ gut freigespielt wird von Castro, glaube ich, dann einen Schritt zu spät kommt. Das war okay, aber man hat schon gemerkt, dass sich beide ja tatsächlich, wie man es auch hätte erwarten können, so ein bisschen belauern und noch nicht irgendwie so ganz groß ins Risiko gehen. Das hat sich dann ja nach der Halbzeitpause relativ schnell geändert. Da hat man ja echt gemerkt, oh, jetzt wird das Spiel offener. Ja, und die erste Halbzeit war natürlich für ein Spiel, das das Prädikat Spitzenspiel hat, ein bisschen enttäuschend. Aber ich war andererseits auch einfach froh, dass sich vorm Tor von Gregor Kobel so sehr, sehr wenig getan hat. Also auf beiden Seiten nicht viel los, aber ich fand es okay. Also, weil ich hätte auch dann wieder Sorge irgendwie vor einem frühen Rückstand oder so, ja, weil ist ja so, wir hatten ja, schon so ein bisschen Sorge, dass wie der VfB dann auftritt gegen die Arminia und dann noch so in besonderen Umständen, da kann sich ja auch schnell irgendwie eine Verunsicherung dann breit machen. Und ich war jetzt mit dieser Ereignislosigkeit der ersten Halbzeit schon irgendwie so ein bisschen einverstanden, weil ich dachte, okay, das ist erstmal jetzt für uns gar nicht so schlecht und dann gucken wir mal, was da kommt. Also ich muss jetzt erstmal kurz gestehen, ich habe das Spiel nur einmal mit einem Auge gesehen. Sonst gucke ich mir die Spiele natürlich etwas intensiver an und versuche ein bisschen mehr rauszulesen. Aber, also vielleicht habe ich es auch komplett falsch eingeschätzt, aber ich möchte mal für mich so ein bisschen rund machen, das Spiel. Also ich fand, in der ersten Halbzeit kann ich nachvollziehen, dass Bielefeld nicht so risikobereit ist. Warum auch? Sie kommen als Tabellenführer, ich glaube 6 Punkte Vorsprung, genau so war es. Und im Endeffekt müssen sie nur das umsetzen, was sie unter Jeff Salbene so gut beigebracht haben, nämlich beigebracht bekommen haben, so ist es richtig, nämlich sicher stehen, eine gewisse Härte mit ins Spiel bringen und eben gut gegen den Ball arbeiten. Und das haben sie gezeigt. Und im Endeffekt wartest du dann halt eben auf den richtigen Moment, den richtigen Umschaltmoment und setzt dann die Konter. Und ich fand, das hat Bielefeld nicht nur in der ersten Halbzeit gut gemacht, sondern im ganzen Spiel. Ich habe immer gewusst, was Bielefeld eigentlich vorhat. Also sie haben mich eigentlich nie überrascht, aber waren in dem, was sie getan haben, sehr konsequent, sehr zielstrebig, einfach richtig gut. Und man kennt gerade im Offensivspiel die Handschrift von Uwe Neuer ist ganz gut, und das fehlt mir so ein bisschen beim VfB. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, der Matarazzo ist erst seit Januar da, beziehungsweise seit Ende Dezember, da braucht's das vielleicht auch noch so ein bisschen, und es muss hier und da vielleicht auch noch mal ein bisschen knirschen und die Mannschaft muss sich finden, mag alles sein, aber mir fehlt vom VfB einfach so eine klare Spielweise, irgendwie so eine Philosophie. Ich habe immer das Gefühl, dass keiner so richtig weiß, was gerade zu tun ist. Also die können alle Fußball spielen, das sieht man auch, wenn sie den Ball haben. Aber diese Abstimmung, die Harmonie innerhalb der Mannschaft, also so eine gewisse Spielharmonie, wenn es diesen Begriff gibt, die fehlt mir irgendwie komplett. Also das kann vielleicht die Eva kurz mal beantworten, die von außen das ein oder andere Spiel besser einschätzen kann, als ich jetzt als Fan. Aber wie siehst du es? Ist dir der VfB zu vogelwild oder wie schätzt du den VfB aktuell ein, wenn du jetzt so mal die letzten Spiele einfach rekapitulieren lässt? Ja, also ich finde, das hat man gestern gesehen, aber ich finde, das hat man auch zwischendurch in den Spielen davor gesehen. Das so Mittelfeld ist okay, auch Spielaufbau her hast du eigentlich ganz, ganz vernünftig, aber sobald es wirklich ab 16er oder kurz davor geht, scheinen irgendwie die Abstimmung überhaupt nicht mehr zu passen. Also sobald es auch in Kontersituationen geht, der gegnerischen Mannschaft scheint da die Zuordnung noch nicht so ganz klar zu sein. Und ich glaube, das hat tatsächlich auch was damit zu tun, dass es ja schon relativ viele Wechsel immer in der Startelf gibt. Wenn ich jetzt hier nicht komplett einen Schwachsinn erzähle. Das ist schon so. Also das wird und schon irgendwann häufig durchgewechselt. Weiß ich ja auch als Spieler nicht mehr, okay, bin ich jetzt für den verantwortlich? Welche Rolle spiele ich heute? Und das ist ja verglichen zu Arminia eben schon was komplett anders ist. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Grund, warum Stuttgart beispielsweise gegen Fürth verloren hat. Weil das einfach eine Mannschaft ist, die ja doch irgendwie weiß, wo sie lang muss, ja, und da auch die Fehler sehr gut nutzen kann. Und zum Beispiel die ja auch ganz gerne den Ball hat. Und dann, da sieht man ja auch, dass Ballbesitz ja auch irgendwie nicht alles ist im Fußball. Grüß nach Wiesbaden. Ja, aber auch zum Beispiel Fürth. Also Bielefeld hatte gegen Fürth die schlechteste Ballbesitzquote in der ganzen Saison, hat trotzdem 4-2 gewonnen. Also das machen die Fürther übrigens immer. Also Fürth ist die Mannschaft, die wirklich durch ihr Pressingverhalten so häufig den Ball erobert und dann auch in ihren eigenen Reihen halten kann. Da hat fast jede Mannschaft damit Probleme. Der VfB übrigens auch. Das sind die einzigen beiden Spiele gewesen, wo der VfB nicht mehr Ballbesitz hatte als der Gegner gegen Fürth und zweimal gegen Fürth. Ja, und das ist dann also
ich hatte bei Stuttgart, konnte ich nie richtig irgendwie diese taktische Ausrichtung irgendwie sagen. Wir saßen ja nun mal relativ zentral an der Mittellinie, wo ich jetzt sagen könnte, ah ja, okay, da erkenne ich die Taktik hinter. Also was mich, ja auch, da reden wir ja gleich bestimmt nochmal drüber, aber was mich ja wirklich, also komplett verwirrt hat, war die Reinnahme von Karasor bei einem Stand von 1-0 für Gomez. Fand ich wirklich sehr kritisch, weil man dann irgendwie nochmal Wechsel in die Innenverteidigung reinbringt und das komplette System nochmal auf den Kopf stellt. Und ich einfach glaube, dass es dieses Spiel, also dem Spiel des VfB komplett geschadet hat. Der wusste vorne ja auch überhaupt nicht mehr, wer da die Tore schießen soll, irgendwie. Und das finde ich bei Arminia halt anders. Also man sieht halt, gestern haben sie ja 4-2-3-1 gespielt, aber man sieht dann auch, sobald es in Angriff geht, der hinten rausgeht, also wenn es kein Konter ist, sondern der wirklich von hinten rausgespielt wird, ziehen halt die Außenverteidiger vor und du hast hinten nur noch eine Dreierkette, wo die Innenverteidiger dann rausrücken mit Nilsson und Pieper und entweder Pritel oder Kunze dann quasi als Mittelstelle fungiert. Und das kannst du perfekt sehen. Ne? Dann hast du irgendwie einen, also irgendwie 3-4-3 oder so System, was du dann da gerade im Angriff hast, aber dann siehst du auch wieder, wie sich es dann wieder zu 4-2-3-1 verschiebt. Und das sind halt so taktische Ausrichtungen, die natürlich auch für Neuer stehen. Der ist ja sehr erpicht darauf, dass alles sehr genau ist und dass die Abläufe sehr klar sind. Und das fehlt halt bei Stuttgart. Das hatte ich halt öfter das Gefühl, sonst hätten die ja in der zweiten Halbzeit mindestens noch 3 Tore machen können. Aber da fehlte halt zwischendurch einfach die Zuordnung, wer wo stehen muss. Also die Genauigkeit, die du ansprichst, das ist das, was mir auch bei Bielefeld immer auffällt. Also du hast wirklich das Gefühl, dass die akribisch daran arbeiten, dass Spielzüge, dass Ballannahmen, dass Pässe so genau, wie es einfach nur möglich ist, gespielt werden. Und beim VfB sehe ich eben genau da wiederum die Schwachstellen. Du hast immer so eine gewisse Hektik im Spiel, dadurch natürlich dann auch schlechte Pässe, schlechte erste Kontakte, schlechte Entscheidungen allgemein. Es wirkt, wie du es halt auch schon gesagt hast, irgendwie so, als ob man gar nicht so richtig weiß, was man jetzt vorhat mit dem Ball. Es fehlt dieser klare Plan. Es gab letzte Woche mal die Aussage von Pellegrino Matarazzo, wir wollen Jäger sein, wir wollen jagen. Ja, da habe ich mich letzte Woche schon so ein bisschen drüber aufgeregt, dass man in Fürth davon gar nichts gesehen hat. Jetzt, ja, als Jäger, ich führe 1-0. Ja, also wenn ich jetzt wieder mal in diese ominöse Jägersprache da irgendwie übersetzen darf. Ja, ich habe jetzt sozusagen meine Beute am Nacken gepackt. So, dann denke ich mir doch so, dann beiß doch jetzt mal richtig zu. Stattdessen stellt man sich dann mehr oder weniger darauf ein, Bielefeld, lassen wir mal machen, wir schauen mal zu, was Bielefeld einfach einfällt, ja, also man wartet ab, was die so machen und dann gucken wir mal, was die uns anbieten und lässt sich von Bielefeld total einschnüren. Ich meine, das ist halt so naiv und auch so, ja, also einer Spitzenmannschaft überhaupt nicht würdig, ja, dass du dich dann nach so einem 1-0 hinstellst und sagst, jetzt guck mal einfach mal, dass wir das Ding über die Runden bringen, beziehungsweise hoffen, das war, glaube ich, Matarazzos Idee, dass wir irgendwie noch einen Konter fahren können und dann eben mit 2-0, ja, das Ding nach Hause bringen. Aber für mich, Sebastian, da kannst du vielleicht jetzt auch mal was dazu sagen, ist das an und für sich viel zu wenig, wenn ich hier nochmal den großen Angriff auf Platz 1 starten will und vergiss Platz 1. Selbst um Platz 2 zu festigen, wäre es halt enorm wichtig gewesen, gegen Bielefeld zu gewinnen. Deswegen, Sebastian, vielleicht jetzt deine Einschätzung zu der Geschichte Wechsel Karasor für Gomez. Ja, fand ich auch nicht das richtige Signal. Also einmal wirklich taktisch, wie Eva schon sagt, ne? Also Karasor rückt ja auch noch da hinten rein und hat dann wieder da das ganze Gebilde nochmal geändert in eine Abwehr, die bis dahin ja eigentlich ganz solide stand. Und du hast halt vorne dann auch niemanden drin gehabt, also keinen richtigen Zielspieler mehr. Und das ist die Betrachtung aus taktischer Sicht. Und das andere ist halt wirklich so, auch das psychologische Signal an die Mannschaft und vielleicht auch ans Publikum, dass der Trainer halt dann sagt, okay, wir haben jetzt noch 20 Minuten zu spielen und wir verteidigen jetzt das 1-0 und kriegen dann vielleicht noch einen Konter, das ist auch die Frage, wer soll den dann abschließen, wenn Gomez fehlt. Also ich fand, würde mich interessieren, wie Matarazzo jetzt im Nachhinein den Wechsel für sich selber bewertet. Aber ich fand, es war weder taktisch noch psychologisch so der gute Zeitpunkt und der richtige Wechsel. Und natürlich in der 73., wann ist das Tor gefallen? 56. war es, 53. Da hast du ja Bielefeld eigentlich genau da, wo du sie haben willst. Ne? Dann ist das Publikum auch da und da musst du echt gucken, dass du irgendwie nachlegst. Und das war irgendwie nicht der Fall. Also ganz im Gegenteil, Arminia wurde dann ja immer stärker und nicht der VfB. Und irgendwie hat das nicht so richtig funktioniert. Ja, und
Gerne. Ich finde es halt wirklich, also gegen jede andere Mannschaft kannst du das bringen mit diesem 1-0. Aber also ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, Arminia verliert die Spiele ja nicht. Also ich meine, das, bis auf dieses St. Pauli-Spiel und der halt eben das Hinspiel gegen euch, wo es, glaube ich, auch zentral daran liegt, dass man das Gegentor halt erst so spät kassiert hat, ja, ja, und dann noch in Unterzahl war. Die Spiele werden nicht verloren, wenn man in Rückstand gerät. Ja, das war gegen Fürth so, das war im Auftaktspiel gegen St. Pauli so, das war gegen in Bochum so, wo man 2-0 geführt hat, dann 3-2 zurückgelegen hat, dann noch 3-3 spielt. Das war gegen Karlsruhe so, wo man in der 90. das 2-1 kassiert und in der 90. plus 3 trotzdem noch den Ausgleich macht. Also ich finde, wenn man eine Sache aus dieser Saison bis jetzt von der Arminia beobachten kann, so, ah ja, okay, im Rückstand stellen sie sich nicht hinten rein und denken, oh, hoffentlich kassieren wir nicht noch ein zweites, auch gegen Schalke, wo ja eigentlich irgendwie alles schon verloren war und man ja in der zweiten Halbzeit kurz davor war, gegen den Bundesligisten ja noch das Unentschieden zu schießen, finde ich das halt wirklich grob fahrlässig von einem Trainer zu sagen, jo, wir hoffen einfach mal, wir überstehen jetzt die letzten 20 Minuten. Und das ist halt, was ihr auch sagt, diese Psyche, die dann dazu kommt, da denke ich mir als Mannschaft dann natürlich auch so, ja, das wuppen wir jetzt hier irgendwie. Und also, ich meine, ja, keine Ahnung, also ich meine dann gerade mit der Hereinnahme von Suku und Shiplock war ja absolut klar, was Neuhaus da plant. Ja, weil man kann Shiplock vieles vor... Ja, eben, und das haben sie ja das ganze Spiel schon gezeigt. Also ich meine, Arminia hat ja nicht in der 50. Minute angefangen mit dem hohen Pressing, sondern es ging ja ab Minute 1 eigentlich los, dass man ja wirklich fast am 16er von Stuttgart angefangen hat zu pressen und da kam ja gerade das Gefühl, Kobel zwischendurch überhaupt nicht mit klar. Ja, ja, das ist irgendwie doch relativ ja, krude Pässe irgendwie in zu den, entweder direkt ins Aus oder irgendwie zu den Außenverteidigern mit sehr viel Glück ging. Und man hat schon gesehen, dass dann da noch irgendwann eine Verunsicherung drin war. Und ich meine, das Glück, was Stuttgart halt hatte, war, dass die Seite von Nilsson und Hartels halt wirklich überfordert war. Also ich glaube, Sebastian kann das beurteilen. Ich bin nicht nur einmal aufgestanden und habe geschimpft. Ich wurde auch kurz nach dem 1-0 mal ein bisschen laut. Ich entschuldige mich hier nochmal im Namen dafür, für alle Zuschauer in unserem Umkreis. Ich wurde etwas merkwürdig angeguckt, sie etwas lauter gebrüllt hat und man sollte doch jetzt mal bitte mit dem Verteidigen anfangen. Das ist halt, also man konnte halt sehen, dass Hartels damit ein bisschen überfordert war, aber man sieht halt auch, und das hat, damit ist Stuttgart ja wirklich überhaupt nicht klargekommen, aber das ist charakteristisch für Arminia. Wenn im Mittelfeld der Ball verloren geht, dann kommen da drei Spieler hin von der Arminia und stellen da den um, damit die Defensive zurückgehen kann. Und ich weiß auch nicht, wie oft Pieper einfach nur drei Schritte vorwärts machen musste, um den Ball da vom 16er zu klären. Und also wirklich sehr, sehr einfach, wo du dann schon sehen konntest, wenn er da nur einen Schritt vorgeht, ist der Ball halt zumindest für einen Moment da hinten raus geklärt. Und das kann ja vielleicht zweimal passieren, aber ich würde mir doch als Trainer auch denken, wenn mir das zum vierten oder fünften Mal passiert, dann muss ich ja auch irgendwie mal reagieren. Und dann fand ich, kamen die Wechsel auch einfach nicht gut. Also um nochmal die Comeback-Qualitäten von Bielefeld zu unterstreichen. Insgesamt in 25 Spielen lag Bielefeld nur 9 Mal zurück und hatten eben dann nur 2 Spiele verloren. Also die anderen 7 konnten sie nochmal drehen. Das ist ja schon beeindruckend. Also wie du schon sagst, Bielefeld lässt sich von dem Rückstand nicht irgendwie ausbremsen. Ganz im Gegenteil, der scheint sie noch anzuspornen. Und Sebastian, dir kann ich noch erzählen. Du hast, glaube ich, vorhin gefragt, was Matarazzo sich dabei wo gedacht hat, dass er Carazo gebracht, beziehungsweise ob er es nochmal so machen würde. Er hat ja eine kleine Begründung geliefert für seinen Wechsel. Und zwar sagte er, es war mir klar, dass es als Signal aufgefasst werden kann. Also wenn er Carazo für Gomez bringt. Und jetzt sagt er, es war aber nicht beabsichtigt, dass wir uns tiefer hinten reinstellen. Im Gegenteil, mit Gleichzahl in der letzten Linie hat man noch mehr Chancen, nach vorne zu attackieren. Wir wollten schon weiter Druck auf den Gegner machen. So, ich bin natürlich absoluter Fußballleier und habe nicht so viel Ahnung vom Fußball wie Pellegrino Matarazzo, aber ich verstehe es in dem Moment nicht so richtig. Also wenn du dich praktisch hinten reinstellst mit 3 Innenverteidigern und 2 Außenverteidigern, dann brauchst du ja trotzdem vorne irgendwie einen schnellen Spieler, der dann die Bälle
eben abfängt oder beziehungsweise verteilt oder, also da muss ja jemand sein, der als Zielspieler fungiert, den sehe ich jetzt nicht so ganz, oder sollte das nur die Davi sein? Also genau, das wollte ich gerade sagen, also dann hat er dann die Davi auch so quasi Mittelstürmerrolle gesehen, was ihm auch nicht so ganz liegt und also wahrscheinlich, oder sicherlich weiß Pellegrino Matarazzo viel mehr über Fußball als wir und wahrscheinlich war sein Plan auch ein guter, aber man kann jetzt hier wirklich nach 90 Minuten gestern attestieren, er ist definitiv nicht aufgegangen, weil der Wechsel hat alles bewirkt, aber nicht, dass der VfB mehr Druck auf die Arminia-Defensive ausgeübt hat, also... Aber man kann ja sagen, er hat einen schlauen Plan und das funktioniert halt mal dann nicht. Das soll ja passieren. Aber ich verstehe ehrlicherweise auch nicht, was er damit meint. Also ich würde sagen, wenn du einen Innenverteidiger für einen Stürmer bringst, dann führt das in den seltensten Fällen dazu, dass du vorne offensiv mehr Druck machst. Was mir übrigens immer mehr auffällt, da haben wir auch schon letzte Woche drüber gesprochen, es gibt dann spätestens in der zweiten Halbzeit so eine Phase, ich weiß, jedes Mal in der zweiten Halbzeit gibt es irgendwann diese Phase, dass das Pressingverhalten vom VfB sehr variiert von Spieler zu Spieler. Und das ist natürlich sehr schlecht, weil sie lassen sich damit immer weit auseinanderziehen. Und in der ersten Halbzeit oder über weite Strecken der ersten Halbzeit klappt das eigentlich immer ganz gut. Da presst man einheitlich, da sieht es auch noch ganz ordentlich aus. Muss man auch immer wieder dazu sagen, ist gegnerabhängig. Bielefeld ist natürlich ein bisschen komplizierter zu bespielen als, weiß ich jetzt nicht, Aue. Man sehe es mir nach im Erzgebirge. Ja, aber das ist ja auch sowas, da frage ich mich, warum entsteht dann so eine Unkonzentriertheit einiger Spieler, dass man das Vorgegebene nicht mehr so umsetzen kann? Also das konnte ich bis jetzt auch noch nicht so richtig entschlüsseln. Ist es dann so ein Gefühl, wir haben es ja jetzt im Sack mit dem 1-0 oder hat man vielleicht sogar die Befürchtung, man könnte das Spiel noch aus der Hand geben, aber auch das, ich finde da keine richtige Antwort auf die Frage, warum man es nicht schafft, über 90 Minuten konsequent die Vorgaben des Trainers umzusetzen, weil gerade dieses Pressingverhalten, dass man als Kollektiv presst, im richtigen Moment presst, dass es unterschiedliche Pressinghöhen je nach Spielsituation gibt, all das funktioniert über weite Strecken der ersten Halbzeit dann doch ganz gut und dann in der zweiten Halbzeit verliert man da komplett die Linie und zeitweise ist das vogelwild und wie gesagt, man fängt sich dann echt blöde Tore, beziehungsweise jetzt in dem Fall war es natürlich nicht durch einen Umschaltmoment, aber ja, da entstehen halt immer wieder gefährliche Situationen, die dann im schlimmsten Fall auch zu Gegentoren führen können. Ja, das hatten wir ja letzte Woche auch schon, ne? Die Frage, ist es Mentalität oder ist es was anderes, wo wir dann gesagt haben, na, es ist halt irgendwie eher so mangelnde Konzentration, mangelnde Fokussierung, das haben wir in der zweiten Halbzeit ja ein paar Mal gesehen, da war diese Bartstuber-Situation, wo er gegen Klaus den Ball verliert, ne? Also es darf einfach nicht passieren, einem Spieler wie ihm, es gibt ja gar keinen Grund, dass er in der Situation den Ball verliert, das ist ja mangelnde Konzentration oder auch kurz vor Ende diese Riesenchance, die dann Stiplock verhindert, weil er den Ball nicht sauber reinspielt. Auch da verliert ja Philips, glaube ich, links an der Linie den Ball gegen Stiplock. Das ist Stenzel. Und auch das darf nicht passieren. Ich meine, jetzt kann man sagen, klar, das war ein Foul, aber er darf so den Ball da einfach nicht verlieren. Und das, was man da in der Defensive sieht, sieht man auch in der Offensive dann teilweise durch das von dir angesprochene individuelle Pressingverhalten, aber halt auch bei einfachsten Bällen, die dann nicht ankommen, auch gespielt von Didavi oder Silas hat eine super Situation, legt sich den Ball an seinem Gegenspieler mit einem Lupfer wunderbar vorbei und dann kommt halt der 4-Meter-Pass nicht an, wo dann irgendwie die Konzentration dann vielleicht nur für diese eine Situation reichte und danach müsste es halt weitergehen. Und das zieht sich wirklich wie so ein roter Faden und auch trainerunabhängiger durch die ganze Spielzeit beim VfB, diese Unkonzentriertheiten, die dann die Fans halt wirklich viele, viele Nerven kosten. Lasst uns noch ganz kurz über die beiden Tore sprechen. Eva, du hast gerade eben schon angedeutet, das 1-0 aus Bielefelder Sicht sehr merkwürdig, würde ich fast schon sagen, für eine Mannschaft, die eigentlich für ihre gute Abwehrleistung bislang gelobt wird in der Saison. Was war da mit eurem Torhüter los und mit eurem Verteidiger? Nielsen war es, glaube ich, der Mario Gomez. Vielleicht hat er vergessen, dass er mitspielt, weil bis zu dem Zeitpunkt hatte Mario Gomez nur 10 Ballkontakte. Ich habe gleich danach geschaut, wie oft hat Mario Gomez eigentlich den Ball gehabt bislang im Spiel? 10 Mal, aber trotzdem hat er damit verhältnismäßig viel anstellen können bei den 10 Ballkontakten. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, erklär uns bitte, wie man sich so ein Gegentor fangen kann. Keine Ahnung. Nein, es gab eine ähnliche Situation schon in den im Fürth-Spiel, also zwischendurch habe ich so das Gefühl, dass man sich dann doch zu sehr auf sich gegenseitig verlässt. Also Nielsen hatte tatsächlich schon 2-3 Wackler in dieser Saison, die ich ihm jetzt nicht zu doll ankreiden möchte, aber wo man zwischendurch vielleicht doch noch seine Unerfahrenheit merkt, vielleicht mit dem deutschen Spielsystem und Co. Also gab es zum Beispiel gegen den HSV auch eine ähnliche Situation.
Und dann verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz, was Ortega da macht. Also wie er dann irgendwie, weiß ich nicht, warum er dann noch ins Netz springt, was immer er damit auch noch versuchen wollte. Aber ja, ganz, ganz, ganz komisch. Aber die Nummer würde ich fast noch eher aufs Mittelfeld zurückführen. Also einfach der Ballverlust, da war schon, glaube ich, von Hartl komplett unnötig. Und dann ist die Rückwärtsbewegung da tatsächlich mal ausgesetzt, wo eben nicht diese Blockade da stattfindet, dass sich die Reihen hinten relativ schnell sortieren können. Und dann kommt da halt so ein Ball rein. Ja, ist halt wirklich ärgerlich, aber ich denke im Endeffekt, ganz ehrlich, wenn es dir gegen Gomez passiert, ist halt so. Also wenn es gegen einen passieren kann in dieser Liga, ist es halt Gomez. Was mich noch gewundert hat, weil du Hartl angesprochen hast, der hatte relativ viele Ballverluste, bin ich so von ihm eigentlich nicht gewohnt, also 20 insgesamt. Und was mich überrascht hat, der ist ja dann doch verhältnismäßig gut, was die langen Bälle angeht und so weiter. Trotzdem hat er jetzt hier ja viele Bälle einfach nicht so präzise geschlagen wie sonst. Also lag das dann vielleicht daran, wie Endo gegen ihn gespielt hat, oder gibt es da irgendwie eine andere Erklärung deinerseits? Weil ganz so überzeugend wie sonst war er halt nicht in dem Spiel für mich. Nee, ich glaube, das lag eher an der Umstellung im System. Weil normalerweise hat er ja irgendwie mit Prietl oder dann eben Kunze ein Duo gebildet, und dadurch, dass du jetzt halt Prietl-Kunze als Doppel-Sechs hattest, wusste er, glaube ich, manchmal auch nicht so ganz, ist er jetzt als Ballverteiler da, soll er durchstarten vorne. Das konnte man auch im Doppelspiel mit Klaus öfter mal beobachten, fand ich, auf der rechten Seite, dass beide manchmal nicht wussten, wo denn jetzt welche Anspielstation war. Das würde ich gar nicht mehr unbedingt nur auf den Gegenspieler zuordnen, weil ich fand schon, dass Hartl den sonst relativ gut unter Kontrolle hatte. Ja, das lag tatsächlich ein bisschen an der taktischen Ausrichtung. So, Sebastian, und jetzt musst du erklären, was da bei dem 1:1 so schief lief beim VfB. Erstmal der lange Einwurf von, ich glaube, das war auch Klaus, oder? Nee, Brunner. Brunner war es? Okay, ist er bekannt dafür, dass er so weit einwarf? Ja, der hat schon öfter mal solche Dinger gebracht, ja. Ja, das war ein sehr, sehr weiter Einwurf. Und Badstuber verliert das Kopfballduell gegen Klos. Da hatten wir das Gigantenduell, von dem wir jetzt ja schon mehrfach gesprochen haben in den zurückliegenden Ausgaben. Klos gegen Badstuber, und der Sieger war dann Fabi Klos, der zuvor, muss man vielleicht auch nochmal sagen, sich klasse gegen die Stuttgarter Innenverteidigung durchgesetzt hat. Beide gleich, ne? Ja, also da bin ich wirklich, ich weiß nicht, welcher Spieler oder war es doch der Trainer gesagt hat, ich glaube, irgendjemand vom VfB hat gesagt, das ist halt dann individuell auch so eine Klasse, die kannst du nicht immer verteidigen. Ja, also ich finde, das ist schon ziemlich stark, was der Klos da vorne zeigt, muss man auch mal sagen. Also das muss man grundsätzlich mal sagen, wenn wir über dieses Spiel reden, und auch wenn ich auf Twitter gelesen habe, da hört sich ja immer so an, dass der VfB praktisch das schlechteste Spiel aller Zeiten gemacht hat und nur deswegen kommt Bielefeld zum 1:1. Also ganz so leicht war es auch nicht. Bielefeld hat trotzdem eine gute Partie abgeliefert. Wie gesagt, aus meiner Sicht sehr zielstrebig. Sie wussten immer, was sie zu tun haben, und haben den Plan des Trainers sehr, sehr gut umgesetzt und verdient dann auch diesen Punkt mitgenommen. Aber zurück zum Gegentor, Sebastian. Im Strafraumzentrum kommt es dann eben zu der Aktion, dass Suku und Stenze sich so ein Stück weit behaken. Wie siehst du es? Erstmal, ist das ein Foul, oder würdest du sagen, okay, wer sich so dappig anstellt im Zweikampfverhalten, der muss sich dann auch nicht beschweren im Nachhinein, wenn es eben nicht gepfiffen wird? Also wie schätzt du die Situation ein und was sagst du zu dem Gegentor? Also ich finde, Sukus Arm, der baumelt da schon irgendwie so ein bisschen komisch rum, aber es ist für mich kein Foul, und ich finde, du darfst dich als Innenverteidiger noch nicht dann das Gesicht haltend auf den Boden wälzen. Also guck erstmal, dass du halt verhinderst, dass ein Tor fällt, und dann kannst du dich um deine Blessuren kümmern und vielleicht beim Schiedsrichter einen Freistoß fordern. Aber wo du jetzt sagst, das ist auch Stenzel war mit dem Ballverlust am Ende, also dieses dann liegenbleiben, das mag ich halt überhaupt nicht, vor allen Dingen, wenn du halt so eine defensiv wichtige Rolle spielst. Also für mich war es kein Foul, mich hat es dann auch total genervt, dass er dann das Gesicht hält, wobei man in der Zeitlupe sieht, naja, also wenn er berührt worden ist, dann sicherlich nicht im Gesicht, und das geht für mich auf seine Kappe, und das muss er halt definitiv besser verteidigen, und klar kann man auch den Einwurf vielleicht schon besser verteidigen. Ja, muss dieses Kopfballduell gewinnen. Also das muss er gewinnen, aber wir haben ja gerade von der Situation vorher gesprochen. Da kommt er dann die Flanke auf Klosen, der steht gegen Badstuber und was, Philips oder Karasor? Und die markieren ihn ja wirklich gut. Die sind ja da, die gehen mit hoch, und er kommt halt trotzdem zum Kopfball. Ne? Also das ist schon ziemlich schwierig, aber klar, du hast halt zweimal die Möglichkeit, das Tor zu verhindern. Einmal
bei dem Kopfballduell von Bart Stuber gegen Klos und dann der entscheidende Zweikampf dann Stenzel gegen Suku. Und einer von den beiden muss es halt verhindern und sie machen es nicht und dann ist das Ding halt leider drin. Übrigens war das der einzige Luftzweikampf, den Holger Badstuber an diesem Abend verloren hat. Insgesamt hat er 7 geführt, 6 gewonnen und diesen einen hat er leider Gottes verloren. Aber ganz kurz meine Einschätzung noch zu der Situation zwischen Suku und Stenzel. Ich bin da eigentlich genau auf deiner Seite, Sebastian. Ich sehe es halt auch so. Ich glaube, das ist ein Reflex bei vielen Spielern. Sobald sie irgendeine Berührung merken, lassen die sich fallen. Also das ist halt einfach so antrainiert inzwischen. Aber es sieht dann wirklich so unfassbar lächerlich aus. Und ich finde es halt dann echt schlimm, wenn Leute versuchen, mir zu erklären, dass das ein klares Foul ist. Also ich gebe jedem recht, wenn er sagt, manche Schiedsrichter pfeifen das. Da bin ich dabei. Es gibt genau, also wenn der Schiedsrichter abpfeift, dann kann man sagen, okay, da haben wir Glück gehabt, aber es ist keine komplette Fehlentscheidung. Aber wenn das nicht pfeift, ist genauso okay. Ja. Es ist einfach kein Foul. Kein Mensch auf der Welt würde bei so einer Berührung so zu Boden gehen. Und allein deswegen, das ist meine Meinung, allein deswegen würde ich schon als Schiedsrichter nicht pfeifen. Was soll denn das? Du kannst doch dann trotzdem die Aktion zu Ende bringen und dir danach das Gesicht halten. Aber, also wenn du es unbedingt machen möchtest, ich weiß nicht, vielleicht was er da hatte, keine Ahnung, hat er was im Auge, das geht mir so auf den Sack. Und danach stellt er sich vor die Kameras, das fand ich ja eigentlich noch gut, und versucht das zu erklären und sagt, ja, kann, muss. Aber wenn schon so eine Situation ist, kann, muss, und ich weiß auch nicht so richtig, ja, so ein bisschen habe ich was gemerkt, ja, leck mir am Arsch, wenn ich mir noch nicht mal richtig sicher bin, ob ich gerade was gemerkt habe, dann reiß dich halt am Riemen und bleib dann noch kurz stehen. Also das muss doch irgendwie möglich sein, dass man nicht bei jeder minimalsten Berührung umfällt, als Innenverteidiger bzw. als Verteidiger. Also nee, das geht mir auf den Sack. Und nicht nur beim VfB, ja, das ist ja grundsätzlich ein Problem im Profifußball, dass da wirklich versucht wird, aus unfassbar minimalen Berührungen da große Dinge irgendwie rauszuziehen. Also das ist, mich stört das. Und dann bin ich fast schon, da kann ich dieses Fan-Sein ablegen und sagen, weißt du was, das hat euch absolut recht, dass ihr so ein Gegentor bekommt. Weil das kannst du zweimal besser verteidigen, das ist das eine. Und dann kannst du es vielleicht auch noch ein bisschen, ja, das ist jetzt, weiß nicht, ein großes Wort, ehrenhafter hinnehmen und sagen, okay, der hat mich halt jetzt hier mehr oder weniger auf dem Bierdeckel so ein bisschen ausgetanzt. Ich stand vor allen Dingen scheiße und habe dann noch eine gewischt bekommen. Ja, und gut, muss ich jetzt halt so nehmen und gucken, dass ich es besser mache. Aber dieses auf dem Boden liegen, zum Schiedsrichter gucken und Mensch, jetzt hat er mir im Gesicht doch so wehgetan. Und du siehst die ganze Zeit die Zeitlupen und siehst, der erwischt ihn so ein bisschen am Hals. Ja. Und du denkst, ja, er muss halt, ich meine, das haben wir, glaube ich, damals in der F-Jugend schon so mitbekommen, die Kinder heute wahrscheinlich immer noch. Also erstmal weiterspielen, ne? Und also dass Profis das auf dem Niveau dann gar nicht jetzt unbedingt auf die Situation bezogen, sondern oft so machen, dass sie halt aufhören, weiterzuspielen, ne? Obwohl der Schiedsrichter ja nicht gepfiffen. Also das macht mich wirklich fassungslos. Und es gab ja in der ersten Halbzeit eine Situation, ich glaube, es war in dem Fall halt auch Stenzel, der es gut gemacht hat, der ist dann im Zweikampf mit Klos und Klos springt der Ball an die Hand. Und aber da bleibt Stenzel in der Situation drin, verteidigt weiter und signalisiert aber in der Bewegung, hey, der hat Hand gespielt. Aber wir hatten auch schon Situationen, wo die Spieler dann wirklich stehen bleiben und sagen, ey, Schiedsrichter, pfeif Hand. Und da macht es der Schiedsrichter vielleicht auch nicht. Und du nimmst dir ja wirklich einen Vorteil, den du hast, auch in dem Zweikampf, in dem du zu Boden gehst und du musst doch halt alles reinwerfen, was du hast. Und dann kannst du dich hinterher immer noch beschweren. Aber mag ich auch überhaupt nicht. Ich hatte auch das Gefühl, dass, also bis auf Castro, glaube ich, sich nicht wirklich viele darüber beschwert hatten. Also das habe ich zu Sebastian auch gesagt. Also der Einzige, der dann da nochmal hinging, war tatsächlich Klos, um zu gucken, ob denn überhaupt alles okay ist. Ne? Also ob er halt wirklich nichts abbekommen hat. Was ich halt auch irgendwie ein bisschen ironisch fand. Und dann konntest du sehen, Dankert hat kaum Zweikämpfe mit dem Ellenbogen abgepfiffen. Also konsequent gesagt, von beiden Seiten über das Ganze. Ja, das ist es halt auch eben, ne? Also davon abgesehen, dass es jetzt auch kein böswilliger Ellenbogenstoß war. Also ich habe es mir dann ja auch nochmal angeguckt gestern Nacht. Dachte ich mir so, also ganz ehrlich, so eine Sache wird niemals im Mittelfeld gepfiffen. Kein Schiri pfeift das. Und irgendwie, wenn er dann, wie ihr halt das sagt, sich nachher noch vor die Kamera stellt und sagt, ja, ich weiß nicht, ob ich berührt werde. Wir reden ja nicht irgendwie über einen Elfmeter oder so, wo du dann irgendwie nur, um zumindest die Aufmerksamkeit zu bekommen, dass er sich überhaupt mal anguckt, sondern Tore werden ja eh überprüft. Und das ist dann das Nächste. Jedes, Gott, das ist auch was ich nicht verstehe. Ja, man hätte es ja wenigstens mal angucken können. Leck mir am Arsch. Den scheiß VAR haben wir jetzt seit 2,5 Jahren. Und wer es jetzt noch nicht kapiert hat, dass jeder bekloppte Treffer überprüft wird, ja, der soll es vielleicht dann auch, der soll dann einfach, weiß ich nicht, seine Social-Media-Präsenz schließen oder so. Das habe ich so oft lesen müssen. Ja, das muss man doch überprüfen. Ja, es wurde überprüft. Und jeder Fußballer, der das sieht, der lacht sich einfach kaputt.
Der lacht sich einfach kaputt. Und das ist ein Verhalten, das habe ich beim VfB schon mehrfach gesehen in verteidigenden Situationen, dass man viel zu früh abschaltet und nicht mal so sehr im Zweikampf, sondern auch, wenn man Aktionen ausführt. Ja, man denkt, ich spiele jetzt einen Pass, was weiß ich, auf Mangala. Die Entscheidung ist gefallen und in dem Moment ist der Gedanke schon mehr oder weniger aus dem Kopf und man spielt irgendeinen schlampigen Ball. Das ist schon so oft passiert, vor allem in der Hinrunde. Und so erkläre ich mir auch so ein Verhalten. Ja, also man ist schon wieder gedanklich, ist man schon beim Fallen, da könnte man eigentlich noch den Gegenspieler verteidigen. Das ist einfach scheiße. Das ertrage ich so auch nicht mehr, ganz ehrlich. Also das ist für mich einfach ein schlechtes, unprofessionelles Verhalten von manchen Spielern. Stenzel ist mir schon gegen Regensburg aufgefallen, als es diesen merkwürdigen Treffer gab von, weiß nicht, Grüttner war es, glaube ich. Sebastian, weißt du, der abgepfiffen wurde? Ja, war Grüttner. Genau, als Stenzel sich umdreht, als der Ball noch nicht mal am Tor war und schon anfängt, sich zu beschweren, wo ich mir denke, leck mich am Arsch, geh zu deinem Gegenspieler. Das ist ein Moment, wo ich voll in der Situation sein muss. Da kann ich mich nicht darum kümmern, ob gerade ein Schiedsrichter pfeift. An den denke ich überhaupt nicht. Und diese Unkonzentriertheit, diese laissez-faire Art, die der VfB da an den Tag legt, die zieht sich durch die komplette Saison. Und es ist eigentlich erstaunlich, dass man damit so viele Spiele gewinnen konnte, wie man bislang gewinnen konnte eben, und das liegt dann wahrscheinlich an der individuellen Klasse. Ja, ich bin sehr enttäuscht. Das ist für mich aber auch so, also der Unterschied zwischen dem VfB und Bielefeld, ne? Das, so das Thema Leidenschaft. Man kann ja dann über Sven Schiplock sagen, was man möchte, aber dann nochmal auf die Situation, ne, zurückzukommen. Der holt sich dann gegen Stenzel den Ball, vielleicht mit dem Foul, aber der bleibt halt wirklich keine Sekunde stehen, um zu gucken, ob der Schiedsrichter eventuell das abpfeift. Nee, der rennt halt durch und dann kann es immer noch zurückgepfiffen werden. Das ist ja okay, aber, ne, also da wird halt immer weiter gespielt und das ist wirklich was uns halt so ein bisschen fehlt und was dann für mich auch immer so ein bisschen, ja, überhebt. Arrogant rüberkommt. Was ich zum Beispiel auch fand, da gab es ja dann kurz nach dem 1-1, da gab es auch einen Angriff über die rechte Seite, da gab es auch irgendwie einen Querpass, wo irgendwie allen schon klar war, das war abseits, aber komischerweise pfeift da der Linienrichter, also man sagt ja eigentlich, ne, bis irgendwie ein Abschluss zum Tor erfolgt, dann ging es ja über noch drei Stationen, bis dann mal der Abschluss erfolgt ist und dann hebt er ja erst die Fahne. Aber die Bielefelder, also eigentlich war ja wirklich klar, man konnte ja wirklich schon sehen, dass es abseits war. Aber die Bielefelder spielen ja auch weiter, weil sie wissen, naja, es kann halt immer passieren, dass die, gut, es gibt halt eine kalibrierte Linie, aber irgendwie liegen wir vielleicht doch falsch und es wird halt trotzdem weitergespielt. Und das musst du halt auch, weil dir nichts anderes bringt. Also mir fällt das bei Arminia manchmal auch auf. Dann bleibt irgendwie die Hälfte der Mannschaft im anderen, also in der Hälfte stehen, weil sie dann faul will, wo ich mir nur so denke, gut, manchmal bei Klos fand ich es wirklich gerechtfertigt, weil ich wirklich fand, dass das ein Foul war, wie er da von Philips oder so umgerissen wird, das kannst du halt eigentlich nicht durchspielen lassen, aber wo der ja meistens jetzt auch wieder aufsteht, ne, und wo sagt, naja, ich muss halt trotzdem wieder zurücklaufen, das bringt mir sowieso nichts, es gibt keinen Videobeweis dazu, ich kann es nicht ändern. Und das ist dieses einfach mal weiterspielen. Also ja, durchziehen, einfach die Aktion abschließen. Deshalb glaube ich ja zum Beispiel, dass so ein paar Dinger gegen die Davi und Gonzales am Ende nicht mehr gepfiffen wurden, weil ich fand, dass die beiden, also gerade Gonzales, wirklich schon sehr schnell auf dem Boden lag. Ja, Silas doch genauso. Da steht ein Mann mit 1,90, der fällt um. Da könntest du denken, da wäre gerade einer, weiß ich, mit einem Baseballschläger auf den losgegangen. Und da denkt sich, glaube ich, irgendwann auch ein Schiedsrichter mit, wie heißt er, Christian Dankert, ja, ne? Bastian Dankert. Genau, ja, Christian Dingert. Ja, ja. Beide zusammen sind. Livien. Best of both worlds. Ja. Nein, aber da denkt sich ein Bastian Dankert dann auch immer mit seiner Erfahrung so, Leute, jetzt habt ihr es 5-mal gemacht. Beim 6. Mal pfeife ich halt auch nicht mehr, weil ihr mir da halt zu schnell runtergeht und lamentiert, wenn ihr da irgendwie mehr als Vorteil pfeifen, bringt euch in der Situation sowieso nichts. Und ich glaube, das waren halt so, ich hatte halt bei Didavi am Ende echt das Gefühl, dass das so nach dem Motto Frustfoul ging und man sich irgendwann nur noch damit beschäftigt hat, irgendwie für jedes Foul einen Freistoß bekommen zu wollen und der Spielfluss sich ja selber komplett damit irgendwie in den Hintern getreten hat und selber sein Spielsystem dann komplett zerstört hat, mit dadurch, dass man irgendwie alle 2 Sekunden versucht hat, irgendwo was zu schinden. Auch ein interessanter Gedanke übrigens, dass vielleicht das nicht gepfiffene Foul, vermeintliche Foul von Zuko gegen Stenzel, ein Resultat aus dem war, dass davor ständig versucht wurde, eben mit so, ja,
ich will nicht sagen Schwalben, aber mit theatralischem Fallverhalten, würde ich mal sagen. Ja, dass Dank hat sich dann eben schon gedacht hat, nee, leck mir Marsch, also jetzt reicht's mal irgendwann. Und vielleicht war das dann eben genau das Resultat. Also ja, kann man auch so sehen. Ja, das ist halt schade, ne, weil gerade González hat ja gezeigt, also der hat ja wieder auf dem linken Flügel gespielt und ich fand, der hat es halt gar nicht so schlecht gemacht. Ja, also er hat das Tor vorbereitet, da dachte man eigentlich, Borna Sosa hätte die Flanke geschlagen, weil die war ja echt so butterweich und trotzdem wirklich so perfekt auf dem Kopf von Gomez, das war klasse. Er hatte vorher wirklich eine Situation ähnlich, wo er irgendwie 1-1 gegen seinen Gegenspieler steht, den halt wirklich ganz schlecht aussehen lässt, dann auch einen relativ guten, er bringt einen schlechten Ball rein, sowas. Er macht es erst gut, dann macht das schlecht, aber ich finde, er hatte da ja auf links wirklich seine Möglichkeiten und Chancen, hatte meistens ein bisschen Raum und hat das gut gemacht, aber ich glaube schon, dass er auch in der Liga wahrscheinlich da bei den Schiedsrichtern seinen Namen auch weg hat, ne? Weil das ist ja auch so sein Trademark, dass er irgendwie relativ schnell auf dem Boden liegt und das merken das genau. Die sicher auch. Ne? Ja. Das ist einfach ein Problem, was wir da haben. Vielleicht mal eine interessante Frage am Rande an die Eva. Wie sieht man das denn so von außen? Also wer sind denn aus deiner Sicht so die entscheidenden Spieler beim VfB, wo du sagst, Mensch, das sind so richtige Kaliber, da kann man nur mit der Zunge schnalzen. Also für mich ist halt so ein González schon jemand, der sich deutlich abhebt von vielen Zweitligaspielern, aber fallen dir da noch andere ein auf Seiten vom VfB? Ja, also ich finde schon theoretisch schon jemand wie Silas. Also weil er ja, also auch wenn manchmal er nicht komplett zeigt, was er kann, finde ich schon, dass man da eine Qualität auf jeden Fall hintersieht. Dann klar, die Davi ist natürlich immer ein Name, obwohl ich den jetzt im Vergleich, also auch schon gegen Fürth, im Vergleich zu den Spielen davor nicht so stark fand wie sonst. Überspielt nach 7 Spieltagen. Ja. Und ja, sonst, ich meine, klar, Bartstuber ist irgendwie auch immer ein Faktor. Aber nee, so nicht nur von den Namen, sondern wenn du die Spielen siehst, dass du denkst, Mensch, das ist eine Qualität, die sieht man selten in der zweiten Liga, weil du hast halt eben das Glück, in Anführungsstrichen, dass du jetzt schon länger die zweite Liga verfolgst und natürlich auch schon viele Spieler gesehen hast. Aber wenn ich das jetzt mal so von meiner Seite aus betrachte und eine Einschätzung abgeben darf, dann sehe ich halt beim VfB eben gerade die zwei, die du genannt hast, González und Silas. Und der Rest ist für mich eigentlich so typisches Zweitliganiveau. Da sticht für mich jetzt keiner. Endo vielleicht noch so ein bisschen. Und Mangala, da weiß ich, dass er es kann, aber er hat es eigentlich in der Saison noch nicht gezeigt. Aber dann wird es schon langsam dünn. Oder sehe ich das irgendwie zu kritisch? Ja, ich glaube, ich habe da wirklich noch einen anderen Blick drauf, weil ich es natürlich doch nicht so spielergetreu wirklich verfolge wie ihr. Also klar, ich kenne natürlich jetzt auch nicht alle Spielernamen und wenn ich so Mangala und so kenne ich halt den Spielernamen, kennt man ja einfach schon vom HSV. Ja, aber klar ist halt irgendwie ein bisschen traurig, wenn die Hauptspiele da irgendwie, dass man darauf hofft, dass entweder Gomez oder Al-Ghadoui vorne treffen und halt sonst irgendwie die Davi mal aus dem Rückraum, was sich ja auch irgendwie keiner getraut hat in dieser Mannschaft gestern. Das machen wir nie. Irgendwie mal. Wir schießen nicht von außerhalb des Strafraums. Ja. Da könnte der Ball nämlich übers Stadiondach fliegen. Und das möchte aber das habe ich halt wirklich vermisst. Also anstatt dann 5-mal da irgendwie Tiki-Taka zu spielen, wo klar war, dass sie den Ball verlieren. Also ich finde, wenn eins Arminia wirklich solide gemacht hat, war dann den Ball vom 16er wegzuklären. Und das merke ich mir noch nach dem 3. Mal. Und schließ doch mal ab. Also ich glaube, Sebastian saß da irgendwann neben mir und dachte so, es kann nicht sein. Wieso zieht er nicht mal ab? Ja, vor allem, wir haben ja Spieler, die es können. Ich meine, sie haben auch schon gezeigt, dass es halt da nicht können. Also die Davi halt wirklich hat über den Zaun geschossen aus, weiß nicht, 16 Metern. Aber wir haben Spieler, die sollten eigentlich in der Lage sein, aus 16, 18 Metern den Ball auch mal irgendwie gefährlich aufs Tor zu bringen. Aber das ist tatsächlich so. Distanzschüsse sieht man echt sehr, sehr selten. Ne? Ja, übrigens Schüsse allgemein, vielleicht auch nochmal eine interessante Sache. Bielefeld, also für viele war es ja so, dass Bielefeld sich hinten reingestellt hat, nicht viel nach vorne investiert hat, nur immer auf Umschaltmomente gehofft hat. Aber man muss halt sagen, insgesamt hat Bielefeld 14 Mal in Richtung Tor geschossen und der VfB 8 Mal. Aufs Tor gingen dann 5 Bälle von Bielefeld und 4 vom VfB. Aber trotzdem sieht man halt hier, dass Bielefeld eine andere Zielstrebigkeit hat. Und das ist jetzt nicht nur in dem Fall so gewesen gegen Stuttgart, das siehst du in jedem Spiel. Da gibt's eine Marschroute und ein Zielspieler, das ist Klos. Und da bin ich gleich bei einer Frage, Sebastian, die möchte ich dir stellen. Hat man im Winter irgendwie den Moment verpasst, sich wirklich nochmal auf der 9 zu verstärken? Weil das ist
vielleicht nicht unsere einzige Baustelle, aber ich fand, dass man in der Hinrunde bemerkt hat, dass der VfB einfach keinen Knipser hat. Man hat immer Teurode gesagt, ist mir jetzt auch egal, wer der Stürmer dann letzten Endes ist, aber einfach ein Stürmer, der regelmäßig Tore macht. Fehlt's da? Weil jetzt sagen natürlich manche, ja Mensch, aber der Gomez hat 5-mal gespielt, 4-mal getroffen, aber ich habe halt trotzdem nicht das Gefühl, dass da ständig eine große Gefahr von ihm ausgeht. Ich weiß auch nicht, also bin ein bisschen unzufrieden mit der aktuellen Stürmersituation beim VfB. Also ich finde schon, Mario Gomez kann es sein und in der Rückrunde trifft er jetzt auch relativ verlässlich und ich weiß auch nicht, ob dem Winter halt dann nach Gomez und Al-Ghadoui nochmal den gleichen Spielertypen kaufen solltest oder verpflichten solltest. Dann hast du halt 3 große Mittelstürmer. Und da weiß ich echt nicht, ob das unser Problem ist, ne, wenn du dann teilweise auch Spiele entscheidest, indem Didavi 2 Tore schießt. Also ich glaube, wir haben die Spieler schon, aber sie erfüllen halt die Rolle nicht. Aber ich weiß nicht, ob man da jetzt sagen kann, man hätte im Winter nochmal irgendjemanden für die Neuen holen sollen. Weil, also wen holst du da? Entweder irgendwie einen Bekannten aus der zweiten Liga, ob der dann halt irgendwie funktioniert, ist fraglich. Oder halt irgendeinen komplett Unbekannten, der sich dann irgendwie erst reinspielen muss. Weiß nicht, ob man das in der Winterpause hätte leisten können. Also ich finde es dann eher auch ein bisschen schwierig da vorne unsere Stürmer. Also ist jetzt González ein Mittelstürmer, ist er ein Flügelstürmer, ist er eine hängende Neun, was ist Silas? Und das ist natürlich auch wieder dann Gegnerbetrachtung, ne? Bei der Arminia halt komplett klar, da hast du vorne Klos drin, der trifft, der ist der Zielspieler und da sind die Rollen halt fix und da hast du die Automatismen, die uns halt so ein bisschen fehlen durch teilweise Verletzungspech, teilweise wechselnde Aufstellungen, wechselnde Trainer und da konnten sich über die ganze Saison halt diese Automatismen nicht so etablieren. Aber was ich auch noch erwähnen möchte, es klingt jetzt irgendwie vielleicht so, als ob der VfB gestern unfassbar schlecht gespielt hatte. Und das finde ich ist auch nicht der Fall. Also ich fand, so, wie sagt man so schön, am Ende des Tages war das Unentschieden dann auch absolut leistungsgerecht. Also so schlecht wie bei den VfB jetzt vielleicht reden, war er dann aus meiner Sicht tatsächlich nicht. Nein, das muss ich auch nochmal sagen. Ja, da gebe ich dir recht. Ich fand den jetzt auch nicht wahnsinnig schlecht, aber es ist halt so enttäuschend, wenn du in dieses Spiel gehst. Und ein Stück weit habe ich halt gehofft, dass man hier jetzt endlich das abruft, was man vielleicht so in Ansätzen gegen Leverkusen zum Beispiel gesehen hat. Natürlich komplett anderes Spiel, andere Voraussetzungen, ist schon klar. Aber ich hatte halt wirklich nie das Gefühl, dass der VfB jetzt hier dominant auftreten möchte, sein Spiel dem Gegner aufdrücken möchte und eben eine klare Idee verfolgt. Ich glaube, das ist das, was mich am meisten beschäftigt, dass ich keine klare Spielidee erkennen kann. Also es wirkt irgendwie so, als ob man immer auf einzelne Situationen neu reagieren möchte, im Spiel dann. Also noch nicht mal von Gegner zu Gegner, sondern jeder Spieler entscheidet für sich irgendwie. Also mir fehlt da manchmal der Plan. Man sieht, dass es einstudierte Spielzüge gibt. Da gab es auch schon ein paar jetzt in der Rückrunde, die sahen ganz gut aus. Aber die sind mir zu homöopathisch. Also sprich, die lassen sich nicht reproduzieren. Ja, also du merkst, dass das klappt was, aber es ist mehr oder weniger dann nur so ein Placebo-Effekt gewesen, der irgendwie, weiß ich nicht, gerade mal gewirkt hat beim VfB. Also da fehlt mir einfach so das letzte Quäntchen Überzeugung von den Spielern, die eingesetzt werden. Und ich glaube, daraus resultiert meine extreme Unzufriedenheit. Noch nicht mal das Ergebnis. Es ist einfach, ja, diese Planlosigkeit. Vor allen Dingen gegen Gegner, die sich dann vielleicht nicht ganz so dumm anstellen in der Defensive. Und da gibt es in der zweiten Liga einige. Das ist ja nicht nur Bielefeld, die gut verteidigen können, sondern wir tun uns allgemein schwer gegen Gegner, die wissen, wie man, sagen wir erstmal, die Null halten kann. Also das ist halt immer so eine Sache. Wenn du nur darauf hoffen musst oder kannst, dass es einen Elfmeter gibt oder einen Freistoß, den die Davi reinmacht oder halt einfach einen blöden Fehler, den der VfB dann ausnutzt, das ist mir zu wenig, aber interessanterweise reicht es dann in der zweiten Liga immer noch, um auf Platz 2 zu stehen. Das ist das einzige Gute. Ich finde es halt ganz amüsant, weil Twitter ist ja immer wirklich ein wunderbarer Schauplatz für sowas. Und einer der Arminia-Kollegen auf Twitter hat sich auch mal die Mühe gemacht, sämtliche Tweets gegen die Arminia mal zusammenzustellen. Und gerade jetzt auch gestern hieß es dann wieder, ja, also gerade gegen so ein Mauenverein, der so eindimensional spielt wie Bielefeld, dachte ich mir so, okay, also es hat nicht Klos das Tor gemacht, sondern der Joker, der mit Suku reinkam. Es war auch kein langer Ball auf Klos, sondern Einwurf. Finde ich schon ein bisschen spektakulär, dann auf eindimensional zu kommen. Das ist absoluter Quatsch. Bielefeld spielt nicht eindimensional, die haben viele Facetten. Ich denke mir, also keine. Also jetzt mal ganz ehrlich, vielleicht, ich weiß ja nicht, wie viele von denen das hören, aber guckt einfach mal auf euren eigenen Verein. Ich kann auch nichts dafür, dass wir 51 Punkte geholt haben.
und das einiges mehr an Punkten ist, als die letzten Tabellenführer in dieser zweiten Liga geholt haben zu diesem Zeitpunkt. Ja. Und das liegt definitiv nicht daran, dass wir 95% Spielglück mitbringen. Klar kommen da ein oder andere gute Situationen dazu, wo wir einfach Glück haben, wo Regensburg einen schlechten Tag erwischt, wo man bei Spielen gegen Wien und Hannover nicht die bessere Mannschaft war und trotzdem halt das Ding über die Linie drückt. Aber das macht halt auch eine Spitzenmannschaft aus. Und ich meine, bei Arminia war ab dem 1-1 klar, die können noch zwei, drei Angriffe nach vorne starten, was sie ja auch versucht haben. Kläglicherweise wirklich komplett vermasselt haben da in der einen Situation. Sven Schiplock wird nochmal kurz als Held in Stuttgart gefeiert. Ja, auf jeden Fall. aber sie mussten ja auch nicht. Das ist ja das Schöne. Also die Bielefelder können ja eindeutig mit einem Punkt um einiges besser leben und gehen da als Endeffekt im Endeffekt mehr als gefühlter Sieger aus dem Spiel, weil sie sagen, ja, also wir haben immer noch 6 Punkte Abstand auf Platz 2 und bleiben die nächsten beiden Spiele definitiv Tabellenführer. Ja, konkrete Frage. Ist für dich das Ding durch? Steigt Bielefeld auf? Nee, es ist halt trotzdem Arminia. Aber ich sag mal so, also wir haben ja schon ein bisschen rumgewitzelt von wegen, irgendwie alle erwarten, dass man einbricht und dann passiert das doch nicht. Selbst die pessimistischsten Ostwestfalen sind ja inzwischen schon überrascht, ja. Kommt dieses Coronavirus. Ja. Aber ich sehe es halt nicht mehr. Das ist halt das Problem. Ich sehe es halt nicht mehr. Ich hatte wirklich Angst vor diesem Spiel gestern Abend, weil ich dachte so, boah, ja, die restlichen Auswärtsspiele waren jetzt bis jetzt auch nicht, also bis auf Aue, wo man ja, finde ich, auch relativ solide das 0-0 dann geholt hat, worüber ja auch viel gelacht wurde, aber man sieht ja, wie wichtig es ist. Grüße an den HSV. So hatte ich schon ein bisschen Schiss vor, aber ich war echt, also ich fand, sie haben es echt bis auf das Gegentor wirklich cool zu Ende gespielt. Und ich, also ganz ehrlich, bis auf den HSV jetzt und vielleicht noch eklige Spiele, ja, Heidenheim ist immer eklig, aber das ist halt irgendwie das letzte Spiel der Saison. Ich kann in Heidenheim jetzt, oder in Bielefeld? Nee, in Bielefeld. Alles spannend. Ich kann mir zu diesem Zeitpunkt einfach nicht mehr vorstellen, dass es dann da um die letzten 3 Punkte für den Aufstieg geht. Kann ich mir zu diesem Zeitpunkt wirklich nicht vorstellen. Sebastian, ist Bielefeld durch? Wenn sie gegen Hamburg gewinnen, okay. Dann ja. Warum nur, weil ihr dann besser da natürlich, das wäre auch in unserem Sinne. Dann nee, aber ich kann mir, also Uwe Neuhaus hat ja auch gesagt, ja, sind wir noch 10 Spiele und na, mal gucken. Und also versucht ja auch so ein bisschen klein zu reden, aber ja, das ist ja, halt wirklich, muss er, genau. Aber man hat ja jetzt irgendwie auch nicht das Gefühl, oder ich hatte auch jetzt gestern nicht das Gefühl, dass der Arminia halt irgendwie dann mal so Fraxhausen bekommt, so weil sie merken, hey, wir haben jetzt dann irgendwie 6 Punkte Vorsprung. Und also erstens lassen sie sich nicht nach und noch zeigen sie auch keine Angst vorm Aufstieg. Ne? Ich weiß nicht, ob das dann vielleicht nochmal ein Faktor sein kann, dass sie merken, wie, jetzt wird's ernst und es klappt tatsächlich. Aber ich würde die Chancen, die Aufstiegschancen für auf den direkten Aufstieg schon sehr, sehr hoch einschätzen, auf jeden Fall. Aber was ich noch sagen wollte, nochmal zum Thema Stimmung auch. Und also gestern der Punkt für den VfB fand ich okay, Leistung war okay, aber wir erwarten ja gar nicht mehr, aber wir wünschen uns halt einfach wieder mal so ein bisschen mehr. Einfach mal, dass man wieder rausgeht aus dem Stadion und sagt, hey, das war jetzt so ein Spiel, an das erinnerst du dich. Also, und das muss ja nicht mal ein klarer Sieg sein. Also wenn man mal zurückblickt, irgendwie die letzte Zweitligasaison, das 3-3 gegen Dresden, wurde zur Halbzeit, da wurde nach 20 Minuten 0-3 hinten liegst, zur Halbzeit 1-3 und dann gehst du mit einem 3-3 raus, weil du merkst in der zweiten Halbzeit, hey, das Team will unbedingt diesen Punkt noch irgendwie da behalten und schießt dann halt in der 93. in Person von Terodde noch den Ausgleich. Das sind ja so Momente, wo du rausgehst und merkst irgendwie, hey, die haben es gewollt. Ne? Und diese Momente und diese Empfindungen, die gehen mir halt in dieser Saison bei den Spielen komplett ab. Also da gab es halt nur einen gegen Bielefeld im Hinspiel. Und das der Kater folgte dann prompt mit den zwei Niederlagen gegen Wiesbaden, Kiel, 3 Niederlagen und den HSV. Genau, ein Stück weit noch das aller, ne, das oft zitierte allererste Spiel der Saison gegen Hannover, wo du auch dachtest. Das war ja eher die Dietrich-Erlösung für uns. Also das war ja, aber spielt ja doch relativ viel rein. Es war irgendwie die Dietrich-Erlösung, es war dann das komische Wetter. Dann war es auch dann dieser Moment mit, Gott, es ist ja so selten gespielt, dass ich den Namen vergessen habe. Ich auch. Ich wollte nicht ganz sagen, Klimowitz, aber es ist es doch gar nicht. Kaminski!
Und Abucha, der dann reinkam. Genau, mit Verletzung Kaminski, dessen Namen ich nicht vergessen hatte, sondern halt die rote Karte von Abucha und wie die Leute ihn dann gefeiert haben. Ja. Und auch diese neue Spielweise, wo auf einmal die unsere Spieler halt irgendwie im Sekundentakt gefährlich im Hannoveraner 16er auftauchten. Das war ja auch so ein Spiel, wo du hinterher rausgegangen bist und dachten sie irgendwie, wow, ne, das war mal echt ein geiles Spiel und da passiert was, da ist ein Team und das fehlt halt, ne? Irgendwie ungeachtet guter Ergebnisse dann jetzt fehlt mir dieses Empfinden einfach und das wünsche ich mir einfach mal wieder und das war auch gestern eigentlich nicht der Fall. Du gehst halt raus und denkst, der Punkt war okay, wir hatten in der Anfang der zweiten Halbzeit noch diese eine Riesenchance, da war mehr drin. Bielefeld hat gegen Ende nochmal die Riesenchance, ja, also ist okay, abgehakt, ne? Irgendwie Spielnote und Vergnügungsnote irgendwie 3 bis 4, nächstes halt, aber diese Highlights emotional, die fehlen halt komplett. Ja, also ich würde sagen, damit beschließen wir dieses Spiel und ich verspreche euch, beim nächsten Spiel werde ich mir wieder mehr Zeit mit der Analyse oder bei der Analyse nehmen und nicht ganz so emotional drauf reagieren. Zu Opta-Ricky. Ja, naja, ich merke halt selber, wie ich komplett emotional Dinge beschreibe und dann ab und zu mal hier bei den Daten rumklicke und dann denke, okay, da habe ich jetzt aber, egal, ich erwähne es gar nicht erst, dann fällt es vielleicht gar nicht auf. Abschließend will ich aber die Eva noch fragen, weil du es vorhin angesprochen hast, dass sich Sven Mislintat, unser Sportdirektor, ja auch zu dem Foul geäußert hat. Ich meine, das Zitat braucht man jetzt nicht nochmal komplett vorlesen, hat er ja relativ viel zugesagt, aber ganz unerwähnt lassen möchte ich es dann trotzdem nicht. Ja, wie schätzt man das ein, Sebastian? Also braucht's, dass das der Sportdirektor danach noch in irgendeinem Mikrofon erzählt, dass der VfB jetzt schon mehrfach benachteiligt wird? Also kurz gefragt, meinst du, damit erzielt man sich Vorteile bei den kommenden Schiedsrichtern, die den VfB dann pfeifen müssen? Nee, das kommt halt immer so ein bisschen Mimimi-mäßig rüber. Ne? Ich meine, wir müssen ja nicht drüber reden. Wir wissen, dass es in dieser Saison schon Situationen gab, wo wir einen Elfer hätten klar bekommen müssen, haben nicht bekommen. Aber wir können ja noch zigmal drüber reden. Wir werden ja diesen Elfer nicht mehr nachträglich bekommen. Und ich finde, als Sportdirektor kannst du das vielleicht erwähnen, so in einem Halbsatz, dass du mit der Entscheidung nicht so ganz zufrieden bist, aber in dieser epischen Breite und mit Referenzfällen, wo andere Spieler in anderen Spielen bei ähnlichen Situationen vielleicht dann Geld bekommen haben und so, das ist mir dann echt zu viel. Also das finde ich auch ein bisschen unsouverän, wenn du das Selbstverständnis hast, was der VfB hat, dann finde ich, sollte man damit auch souveräner umgehen. Wenn ich als Absteiger in die Saison gehe mit dem größten Etat in der zweiten Liga, einen Rekordtransfer tätige mit Silas, immer wieder ja, propagiere, man möchte offensiven, attraktiven Fußball spielen, einen Trainerwechsel, weil ich der Meinung bin, er hat den Laden nicht so im Griff, wie ich mir das vorstelle, spielt nicht das System so und setzt auch nicht die Spieler so ein, wie ich mir das vorstelle. Und wenn ich mich dann nach so einem Spiel hinstelle und als einzige Begründung für diese Niederlage anführe, dass der Schiedsrichter mal wieder gegen uns gepfiffen hat, finde ich das ehrlich gesagt sehr, sehr schwach. Weil ich glaube, da gibt es so viele Punkte, wo man Feuer ansetzen könnte. Und dann ist das mit den Schiedsrichtern für mich eher das, was man noch am ehesten vernachlässigen kann. Vor allem, wenn ich dann ja auch die Möglichkeit habe, so Tools zu nutzen wie die wahre Tabelle. Und da sieht man halt, der VfB hätte vielleicht einen Punkt mehr, wenn alle Entscheidungen korrekt getroffen worden wären. Ich finde es albern und unnötig. Und man tut sich wahrscheinlich damit keinen Gefallen. Ich glaube, Dennis Eitelkind hat das schon mal gesagt, natürlich hören die Schiedsrichter solche Aussagen und denken sich dann auch ihren Teil. Also es wäre auch merkwürdig, wenn nicht, weil am Ende sind es dann auch nur Menschen. Ja. Ich finde es auch wirklich unverschämt, sich so nach dem Spiel da hinzustellen und sagen, das wäre ein klarer Cut in dem Stuttgarter Spiel gewesen. Also ja. Ganz ehrlich, hat er ein komplett anderes Spiel geguckt als ich. Also man kann vieles über dieses Spiel sagen, aber ja nicht, dass Stuttgart bis zur 80. Minute das dominante Team war, das hier irgendwie Bielefeld an die Wand gespielt hat. Und ich finde, so bringt er es ja rüber, dass eine Schiri-Entscheidung dann irgendwie dazu führt, dass jeder Spieler nicht mehr weiß, wie er mit dem Ball umzugehen hat. Und dann noch in Anbetracht des Hinspiels sich da wirklich so hinzustellen, mit ja, der Konstellation finde ich noch eine Nummer dreister, weil auf unserer Seite sich viele Offizielle gedacht haben, naja, ist halt so im Fußball, können wir jetzt eh nicht mehr ändern. Und ich das dann schon eine ziemlich starke Nummer finde und eines Sportdirektors ehrlich gesagt auch nicht würdig.
Ja, ich finde allgemein, Sven Mislintat ist momentan eine Situation, wo ich mich gar nicht so sehr mit solchen Aussagen aus dem Fenster lehnen würde. Ich möchte jetzt hier nicht zum großen Mislintat-Bashing starten oder so. Nee, darum geht's mir gar nicht. Aber ich finde, er hat bislang auch, jetzt sagen wir noch nicht so abgeliefert, wie man sich das vorstellen oder vorgestellt hat hier beim VfB. Nicht jeder Transfer saß so hundertprozentig und auch nicht jede Trainerentscheidung, wie wir ja inzwischen wissen. Und ja, ich finde es halt einfach scheiße, wenn man dann versucht, dann da einen Schiedsrichter für irgendwas verantwortlich zu machen. Und man sieht eigentlich, ja, Badstuber hätte vorher die Situation klären müssen. Stenzel muss besser gegen seinen Gegenspieler sich positionieren. Also das sind für mich dann die Punkte, die würde ich als erstes anführen und sagen, hier gibt es Verbesserungsbedarf. Und dann, ja, mag sein, dass es Schiedsrichter gibt, die diese Aktion abpfeifen. Aber wenn man sich darauf verlassen muss, ja, um aufzusteigen, dann stimmt halt auch schon was mit dem Kader nicht, beziehungsweise mit der grundsätzlichen Ausrichtung. Also, ja, ist für mich einfach eine scheiß Ausrede. So. Gut, dann muss ich noch was kurz sagen, was ganz wichtig ist. Denn kann ich dich aber ganz kurz, sorry, unterbrechen, weil ich muss tatsächlich nochmal auf Toilette. Du gehst auf Toilette und ja. Ich erzähle kurz, dass ihr nicht mehr bei der Mailbox anrufen braucht. Ja, das muss ich mal ganz kurz sagen, weil uns ruft immer der Gerd aus Langenburg an und erzählt dann ganz, ganz interessante Dinge auf diese Mailbox. Und ich freue mich zwar jedes Mal über den Anruf vom Gerd, aber ich schneide die am darauffolgenden Tag nicht mehr, so wie ich sonst in der Hinrunde getan habe. Ganz ehrlich, ich wüsste aktuell auch gar nicht, wann ich das noch machen soll. Ich bin ziemlich ausgelastet und schaffe es gerade so, die Spiele zu schauen und mich dann halbwegs gut vorzubereiten, um mit Sebastian regelmäßig diese Sendung hier aufzunehmen. Und die Mailbox, ich würde sie schon gerne machen weiterhin, aber es fehlt mir einfach die Zeit. Ja, das ist die ehrliche Antwort. Eva, wir beide jetzt hier alleine, deswegen nutze ich die Gunst der Stunde und leite schon mal auf unseren nächsten Gegner über, nämlich Wien Wiesbaden. Und im Vorgespräch habe ich zu dir gesagt, hey, kannst du da nicht ein bisschen was erzählen? Ihr habt ja erst gegen Wien Wiesbaden gespielt und deine Reaktion hat eigentlich schon alles bestätigt, was ich so ein bisschen befürchte, nämlich du sagtest, oh nein, nicht schon wieder dieses Spiel, aber du kommst nicht drum rum. Der VfB muss nach Wiesbaden und wahrscheinlich wird das Spiel auch dann ohne Zuschauer stattfinden, aber grundsätzlich, wie schätzt du aktuell die Wiesbadener ein und was glaubst du, was erwartet den VfB dann fort? Ich glaube schon, relativ komplexes Spiel. Ich fand die Wiesbadener überragend in Osnabrück. Also wirklich, die haben ja jeden Fehler eiskalt genutzt. Das musst du erstmal machen, wenn du da unten drin stehst. Weil ganz ehrlich, es gibt genug Mannschaften, die eben da unten drin stehen und die bei solchen Chancen das erst gar nicht sehen oder die eben nicht nutzen. Und dann einen Mitaufsteiger mit 6-2, glaube ich, vom Platz zu fegen, zu Hause, also in Osnabrück, schon eine Leistung. Ich fand die in Bielefeld auch wirklich gut über weite Strecken. Die hatten wirklich Pech im Abschluss, nur an manchen Situationen. Und da ist halt wieder dieses berühmte, wenn du oben drin stehst, machst du die Dinger, da unten manchmal halt nicht. Ich fand die wirklich sehr kompakt stehend über weite Strecken, was unser Glück war. Und ich denke, das wird auch Hauptaufgabe der Stuttgarter Defensive sein, Manuel Schäffler unter Kontrolle kriegen, weil wenn der anfängt zu treffen, kann man den eigentlich nicht mehr stoppen. Ich glaube, der ist der zweitbeste Torschütze der zweiten Liga, kurz hinter Klos. Das kommt nicht von irgendwo. Und was ich unterbreche dich ungern, aber ich muss kurz sagen, was viel impulsanter ist, dass er der Torschütze ist mit der besten Torschussquote sozusagen. Ja. Aus 55 Torschüssen macht er 15 Tore. Das heißt, der braucht die wenigsten Torschüsse eben für so viele Tore. 0,27 oder so habe ich im Hinterkopf, ist da der Durchschnittswert, also den er da so vorlegt. Und da kommt zum Beispiel selbst so ein Fabian Klos noch nicht mal ran. Sorry. Das wollte ich einfach kurz zum Besten geben. Nee, und aber ich meine, das ist ja auch das Ding, warum Wiesbaden da unten noch nicht abgeschrieben ist, ne? Also warum sie da eben rauskommen, weil sie eben einen Knipser vorne haben, der beständig weiß, was er zu tun hat, der von seinen Mitspielern gefunden wird. Und jetzt schon mal ein bisschen Richtung Stuttgarter Aufstellung. Ich würde halt Matarazzo wirklich empfehlen, gleiche Viererkette wie gegen Bielefeld. Nicht wieder hinten neue Leute damit reinbringen, weil generell hatten sie ja Klos mehr oder weniger solide unter Kontrolle und so ein ganz anderer Spieler von der Körperlichkeit her ist Schäffler ja auch nicht. Also, und dann würde ich eben nicht wieder da hinten anfangen umzustellen.
Also, weil das bringt dann wieder Unsicherheit in diese Hintermannschaft da hinten. Und einfach mal sagen so, okay, das habt ihr über weite Strecken gegen Bielefeld wirklich solide gemacht. Klar, Stenzel ist vielleicht da ist vielleicht so ein Fragezeichen hinter, wie er sich verhalten hat, aber da muss ich halt da auch in sauren Apfel beißen und einfach sagen, naja, ich bleibe aber trotzdem bei zumindest mal einer Änderung weniger in der Startelf. Ja, vor allem hast du ja auch noch mit Ditgen und über links und über rechte Seite dann mit Aigner zwei Spieler, die auch wieder über die Außen Dampf machen können, ähnlich wie es die Bielefelder ja auch versucht haben, zumindest über weite Strecken dann in der zweiten Halbzeit. Also das ist schon eine andere Qualität, aber da gebe ich dir schon recht. Also ich glaube, wenn du da mit einer Dreierkette antrittst und denkst, da spielst du einfach mal so locker runter, wie zum Beispiel gegen Aue, ja, dass da kaum was kommt in deine Richtung, da könnte man sich täuschen. Wobei, da wollen wir jetzt drauf eingehen. Für mich ist nämlich die Wien-Wiesbadener, oder man könnte die Überschrift über Wien-Wiesbaden wählen, hart härter Wien-Wiesbaden, denn jetzt, Sebastian, du bist ja wieder da, glaube ich. Ich bin ja schon lange. Ja, das ist die unfairste Mannschaft. Sebastian, halt dich fest, die unfairste Mannschaft der zweiten Bundesliga, auf die wir da treffen werden. 63 gelbe Karten, einmal gelb-rot und dreimal rot. Im Schnitt faulen die 13 Mal pro Spiel. Ich sehe schon kommen. Es wird ein riesen Gekloppe werden in Bielefeld. In Wiesbaden, ja, ich bin ja immer noch irgendwie. In Bielefeld vielleicht auch, wenn Osnabrück kommt, also das ist auch nicht auszuschließen. Das könnte auch sein, dass das ist korrekt. Ja. Sie haben die schlechteste Zweikampfquote der zweiten Liga, aber sie gewinnen in der Summe, warte mal, jetzt muss ich aufpassen, dass ich keinen Scheiß erzähle hier. Genau, nur Aue gewinnt in der Summe weniger Zweikämpfe als Wien-Wiesbaden, da wollte ich drauf hinaus. Aber insgesamt führt Wien-Wiesbaden deutlich mehr Zweikämpfe als zum Beispiel Aue. Was ich damit sagen will ist, wenn du einen Zweikampf verlierst, dann hat das ja dann unter Umständen auch zur Folge, dass du halt deinen Gegner gefoult hast und da sind einfach die Wien-Wiesbaden dafür berüchtigt. Ich möchte damit sagen, wir können uns auf ein Spiel einstellen, dass das wahrscheinlich sehr hart geführt werden wird von Wien-Wiesbaden und da wissen wir ja, dass der VfB da deutliche Probleme hat, wenn der Gegner mit körperlicher Härte auf das Spiel der Schücker da reagiert. Deswegen, Sebastian, mal ganz, ganz grob gefragt, was erwartest du dir von dem Spiel in Wiesbaden? Dass es halt echt ein Geduldsspiel wird und wieder ja so ein typisch unangenehmer Auftritt wird, wo du halt echt brutal aufpassen musst und eigentlich als VfB versuchen musst, eigentlich früh irgendwie ein Tor zu erzielen, was aber vermutlich wieder nicht funktionieren wird und dann mit jeder Minute Spielzeit die Nervosität halt irgendwie höher wird. Also eigentlich ein Pokal-Auswärtsspiel wird das wieder, so wie wie es auch in Osnabrück zum Beispiel war. Ne? Also, was nur da Zuschauer. Ja, genau. Ja, aber das ist die Frage, jetzt in Wiesbaden, in Hessen, weiß ich jetzt gar nicht. Steht da schon was fest, ob die jetzt dann am Sonntag mit oder ohne Zuschauer spielen? Da steht nichts fest bislang, aber also ich muss ehrlich sagen, eigentlich, das geht nicht. Also du kannst da jetzt nicht mit Zuschauern spielen. Also ich hoffe es auch ein Stück weit, weil ich wie gesagt davon ausgehe, dass das schon was ausmacht, wenn, keine Ahnung, da der Aigner angeflogen kommt und die 10.000 in Wiesbaden sich freuen, dass er jetzt da den Silas den Ball abgespitzelt hat oder wen auch immer. Ich glaube, das ist schon ein Unterschied, wie wenn eben keine Zuschauer da sind und du einfach nur so ein Spiel runterspielst und es wirklich nur darauf ankommt, wie du dein Spiel so durchdrückst. Ich glaube, das kommt dem VfB dann eher gelegen. Aber ja, die Härte wird es natürlich weiterhin im Spiel geben. Also das. Aber ja. Keine Ahnung. Ich glaube, du überschätzt das Wiesbadener Publikum ein bisschen. Also ich meine, die sind Letzter in der Heimtabelle. Die sind Letzter in der Heimtabelle. Die haben 2 Spiele zu Hause gewonnen, 6 verloren. Ich glaube nicht, dass das Publikum da so eine Rolle spielt. Und die kriegen noch nie im Leben 10.000 Leute in dieser Arena. Also das glaube ich ja wirklich nicht. Also was haben die denn bitte? Die haben 100% keinen Zuschauerschnitt von 10.000. Also ich glaube... Nee, das glaube ich auch nicht. Na, also die einzige Mannschaft, die also wirklich 10 Punkte zu Hause geholt, die einzige Mannschaft, die auch nur 2 Siege zu Hause geholt hat, ist Hannover. Also Eva, ich glaube bei uns Stuttgartern ist es wirklich das Problem, dass wir uns mittlerweile eigentlich immer darauf einstellen, sobald es gegen so einen Gegner geht, den du eigentlich locker besiegen musst, wissen wir, das wird unglaublich schwer, da zu gewinnen. Und das nächste ist,
wir haben halt diese Erfahrung gemacht, sobald du ein Gegentor bekommst, ist das Spiel mehr oder weniger schon verloren. Es ist genau das Gegenteil von dem, was du mit Bielefeld durchmachst. Denn wenn ihr ein Gegentor bekommt, dann ja, schießt er halt einfach nochmal eins oder nochmal eins und gewinnt diese Spiele. Und beim VfB, ja, gegen wen waren es dann so 5 in dem Spiel, ja, in Wiesbaden? Aber das Ding ist, dass Wien halt doch ziemlich anfällig ist. Also die sind sehr anfällig für Fehler. Und ich meine, die kann, also wenn Stuttgart was irgendwie was hat in der Hinterhand, dann ist das ja die Qualität, solche Fehler zu nutzen. Also mit Didavi, mit Gomez, mit Gonzales. Das glaube ich schon, dass man das besser nutzen kann. Also ich sehe hier schon Stuttgart als Sieger. Wäre das jetzt irgendwie Aue auswärts oder so, würde ich halt was anderes sagen. Aber also das ist schon was anderes als gegen Osnabrück, die zumindest 10. der Heimtabelle sind. Also ja, das ich glaube, in Wiesbaden, das ist wirklich so ein Spiel, wo das egal ist, ob du da ob du da ein Geisterspiel hast oder nicht. Es wird eh ein ekliges Spiel. Also hart wird es trotzdem von Wiesbadener Seite, weil blöd gesagt, das ist das einzige Mittel, was du als Aufsteiger gegen den Bundesliga-Absteiger hast, im Endeffekt. Und ich meine, das hat Stuttgart ja in der Hinrunde auch schon merken müssen. Und genau deshalb glaube ich halt, dass sie das Rückspiel jetzt gewinnen. Weil sie eben schon einmal gegen Wiesbaden gespielt haben, auch wenn der Trainer nicht der gleiche war. Aber ich glaube, dass sie sich einfach in dem Spiel nicht die Blöße geben werden, dann nochmal Punkte zu lassen. Also ich glaube schon, weil man ja auch gestern einen Punkt geholt hat, eben, na, auch wenn es die erste Mannschaft war, die aus Stuttgart in 2020 Punkte mitgenommen hat, dass man irgendwie schon doch mehr positive Sachen aus dem Spiel gezogen hat als negative und man deshalb, glaube ich, schon in Wiesbaden gewinnt. Also ich kann es mir wirklich, also ich war ja im Hinspiel ein bisschen skeptischer, aber das war ja begründet und jetzt im Rückspiel sage ich aber, also ganz ehrlich, kann es mir nicht vorstellen, dass man das verliert oder da nur einen Punkt mitnimmt. Sebastian, sind wir zu skeptisch? Sagst du auch, der VfB gewinnt? Ja, natürlich sind wir zu skeptisch, aber ich habe jetzt mal, weil ich mich daran erinnert habe, den Tweet rausgesucht vom Gunnar, @Stehblog, der ist ja Wien-Wiesbaden Blogger und der hat nämlich geschrieben, es kommt selten genug vor, dass die Britta Arena ausverkauft ist, aber nächste Woche ist es mal wieder soweit. Geisterspiel wäre mal so richtig bitter. Und okay. Also der hatte noch gestern geschrieben, nach aktuellem Stand, soll es mit Zuschauern stattfinden und es passen 12.000 rein, habe ich gesehen. Also ja, wir sind schon zu skeptisch, aber wir sind halt auch einfach gebrannte Kinder und wissen, wie der VfB in der Hinrunde und auch jetzt halt oft auswärts aufgetreten ist. Und aber ich gebe natürlich den VfB wieder gerne eine Chance, mich als Skeptiker Lügen zu strafen und hoffe auf einen ganz überzeugenden Auftritt und einen souveränen Auswärtssieg. Okay, dann noch ganz kurz die drei Spieler aus meiner Sicht, auf die man achten sollte in diesem Spiel. Natürlich Manuel Schäffler, man muss ihn einfach nennen. 16 Scorerpunkte, 15 Tore, eine Vorlage. Das ist halt wirklich beeindruckend für einen Aufsteiger und vor allem für einen Aufsteiger. Da hat eigentlich jeder damit gerechnet, dass die sang- und klanglos absteigen werden und jetzt sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Aber darf ich kurz reinhaken, bei Schäffler finde ich halt total geil, dass er wirklich nur eine einzige Vorlage gegeben hat. Ne? Also der trifft halt wie am Fließband, bedient aber seine Mitspieler irgendwie überhaupt nicht. Also vielleicht ist es auch Zufall, aber wenn man sich die anderen, die in der Scorer-Tabelle vor ihm liegen, angucken, die haben halt 5, 5, 6, 7, Dani Blum 10, Fabian Klos 8 Assists und Manuel Schäffler 1. Also ich glaube, sobald der irgendwie den Ball am Fuß hat und das Tor irgendwie riecht, dann schließt er ab. Da kann man sich dann ja auch gut drauf einstellen, hoffentlich. Hoffentlich, ja. Und was übrigens auch nochmal diese Härte, von der ich die ganze Zeit gesprochen habe, unterstreicht, ist, dass Manuel Schäffler ligaweit der Spieler ist mit den viertmeisten Fouls. Das fand ich auch interessant. Also das denkt man jetzt gar nicht so sehr, dass das ein Stürmer sein wird, aber ja, es ist Manuel Schäffler ligaweit die viertmeisten Fouls. Auf den müssen wir natürlich achten. Dann natürlich Max Dittgen, den habe ich, glaube ich, schon im Hinspiel so ein bisschen besprochen, weil den finde ich eigentlich auch sehr überraschend gut. Ich weiß gar nicht, wo der herkam. Eva, weißt du das? Ist der schon die ganze Zeit in Wien, Wiesbaden? Oder, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Nee. Der hat mich sehr überrascht. Also die ersten Spiele, als es natürlich nicht so lief, da war keiner so richtig gut. Aber ich glaube, sein Durchbruch, wenn man das so sagen kann, hat er im Hinspiel gegen Osnabrück gehabt. Da haben sie, glaube ich, auch ihr erstes Spiel gewonnen dann in der Zweitligasaison. Und Dittgen ist für mich ein Spieler, der enorm laufstark ist. Übrigens, auch das kann man vielleicht nochmal kurz anführen. Bielefeld gestern über 6 Kilometer oder 6 Kilometer mehr gelaufen als Stuttgart. Vielleicht auch nochmal so ein kleiner Indikator, warum Bielefeld in manchen Situationen irgendwie ein bisschen
griffiger wirkte oder ja, was liegt das eigentlich? Das muss ich gerade mal überlegen. Wie kann ich mir denn das erklären, dass Bielefeld 6 Kilometer mehr gelaufen ist als Stuttgart? Die hatten doch in der ersten Marcel Hartl. Ist der Marcel Hartl so viel gelaufen, ja? Da muss ich, klar, also Moment. Übrigens, Dittgen kam von Kaiserslautern, war davor aber schon mal bei Wiesbaden, wenn ich das richtig sehe. Aha, das konnte man klären. Jetzt müssen wir gucken, wie viele Kilometer der Hartl abgespult hat. Und da sehen wir, wow, 13,4 Kilometer. Sag ja. Das ist nicht schlecht, okay. Wenn wir über Laufleistung und über fehlende Härte sprechen, dann möchte ich nur kurz den Namen Askasiba nochmal einfach so einwerfen. Ich bin froh, dass der in Berlin ist. Ja, also das ist die Karriere, die wird spannend zu verfolgen sein von Santiago Askasiba. Ja, den müssen wir zurückholen, den müssen wir aus Berlin rausholen, der arme Kerl. Wie Santi. Ja. Übrigens, also wenn Marcel Hartl hat jetzt in 24 Spielen eine Laufleistung von 286,58 Kilometer. Das macht der Butze am Sonntag, Mittag. Und Dittgen, den angesprochenen, der hat 285 also circa. Auch, also vielleicht eventuell ähnlicher Schlüsselspieler wie Hartl. Ja, Dittgen ist schon gefährlich durch seine Flanken, hat aber auch einen guten Schuss und ist halt enorm umtriebig, möchte ich mal so sagen. Und da wird es natürlich interessant zu sehen sein, ob dann eben Matarazzo, da werden wir gleich noch drauf kommen, eher dann wirklich wieder auf die Viererkette setzt, wie gegen Bielefeld, oder ob man es dann halt versucht, mit so einem eher ja offensiveren Wingback zu verteidigen. Ja, also ich tendiere da fast dann auch zur Viererkette, aber kommen wir gleich noch zu. Und einen Spieler muss ich auch noch unbedingt nennen, der kam und hatte seinen ersten Einsatz im Hinspiel gegen den VfB Stuttgart, wurde kurzfristig verpflichtet, weil sich mehrere Torhüter in oder bei Wien Wiesbaden verletzt haben und auch nicht so richtig brilliert haben im Tor. Heinz Lindner ist für mich auch wirklich so ein Garant dafür, dass Wien Wiesbaden überhaupt den Anschluss wieder gefunden hat an den Nicht-Abstiegsplätzen, weil der wirklich richtig, richtig gut hält, finde ich, seitdem er in Wiesbaden ist. Also ist auch noch ein Spieler, den man mal auf dem Schirm haben dürfte, ja. Gut, ich würde sagen, da sind wir durch und lassen uns überraschen. Und Sebastian, jetzt kommt unsere große Stunde. Eva kann gerne Tipps geben. Es geht nämlich jetzt um den Startelf-Tipp für das Spiel in Wiesbaden. Ich möchte natürlich vorher noch aufklären, wie der Startelf-Tipp zum Spiel gegen Bielefeld ausging. Da ist es wieder so, dass der Sebastian und ich exakt die gleichen, wir haben nicht die gleichen Spieler richtig, sondern insgesamt gleich viele Spieler richtig vorhergesagt, du 10, ich 10. Du hast dich, glaube ich, gegen Bartstuber entschieden. Genau, und ich hatte Karasor und Philips und du hast, glaube ich, Bartstuber und Karasor in einer Innenverteidigung. Exakt, ja. Exakt. Und wir sind weiterhin gleich auf. Also das ist schon sehr spannend, muss ich sagen. Also wer gedacht hat, dass das ähnlich deutlich wird wie noch in der Hinserie, der sieht jetzt, dass der Sebastian doch sehr, sehr gut tippen kann. Ich bin halt in Pellegrinos Kopf drin. Ja, es scheint wirklich auch ein Mathe-Genie ein Stück weit. Sebastian, das ist mit hier. Muss man einfach mal so sagen. Gut, also dann kommen wir jetzt zum Startelf-Tipp. Ich habe mich nicht drauf vorbereitet. Dementsprechend werde ich das jetzt on the fly machen. Das machst du ja sowieso immer, Sebastian. Ich lege mir den Zettel parat und notiere bei beiden schon mal Kobel, weil da dürfte es wenig Diskussionsstoff geben. Interessanter wird, wie du es einschätzt, spielt Matarazzo mit Viererkette oder mit Dreierkette? Ich glaube, er befolgt Evas Rat und spielt mit Viererkette. Und wie sieht da dein Personal aus? Ist die Frage, habe ich Grund, da irgendwas zu ändern? Also ich meine, Stenz hat den einen Zweikampf da jetzt verloren, aber grundsätzlich war das jetzt keine super schlechte Leistung von ihm. Er hat da die eine gute Vorlage da gegeben, die eigentlich zum 1-0 führen müsste. Hat das eigentlich einer von euch nochmal irgendwie aus einer Hintertor-Perspektive gesehen, diese Flanke von Stenzel, die da mehr oder weniger auf der Linie runterkommen muss, wo Castro den Ball da nicht reinbekommt? Nee. Also ich habe es nur einmal gesehen, das Spiel, und da war ich einfach damit beschäftigt, mich über Castro zu wundern, wie er diesen Ball nicht über die Linie bekommen hat. Genau, aber das war irgendwie 20, 30 Sekunden, bevor dann das Tor fiel, deswegen fiel das so ein bisschen hinten runter, die Szene. Ich hätte echt nochmal gerne aus mehreren Perspektiven gesehen. Egal, also war ein bisschen seltsam. Also insofern glaube ich, muss sich an der Viererkette nicht unbedingt was ändern. Nee, ich bin ja eh ein Freund von Konstanz, ich spiele so wieder mit Stenzel, Philips, Bartstuber, Castro.
mein Stenzel, weil du es angesprochen hast, die haben ja eigentlich gar keine Alternativen auf rechts. Also das ist natürlich auch kenn ich. Ja, also das wüsste ich jetzt gar nicht, wie man das sonst lösen würde. Aber ich stelle wieder um auf Dreierkette. Ich glaube, dass Matarazzo zum alten System zurückgehen wird und ich lasse Stenzel übrigens draußen. Ich spiele mit Bartstuber, Philips und Karasor. Ich muss es mir nur noch notieren, sonst muss ich mir nachher die Aufnahme nochmal anhören. Da habe ich nämlich keinen Bock drauf. So, dann Doppelsechs ist bei dir auch wieder Endo Mangala? Ja, ich finde, die haben das auch wieder gegen Bielefeld sehr solide gemacht. Also gerade Endo war da ja nüchtern abgeklärt, hat da seinen Job super gemacht. Nee, also die zwei bleiben. Bei Mangala habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass zuletzt die Leistungen etwas nach unten gegangen sind. Also ich würde ihn jetzt nicht draußen lassen, ich stelle ihn auch auf, aber ja, der gefällt mir aktuell nicht so gut. Gewinnt kaum Zweikämpfe, jetzt gegen Bielefeld 6 Zweikämpfe geführt, nur ein gewonnen, ja, 13 Ballverluste. Bei 55 Kontakte ist jetzt auch nicht so eine gute Quote. Ich weiß auch nicht, irgendwie ist momentan ja die Leistung. Na gut, ich hätte ja dann tatsächlich noch die Option, Karasor zu seinem Comeback im defensiven Mittelfeld zu verhelfen. Das mache ich mal. ich sage jetzt nichts mehr. Endo und Karasor. Und man muss dazu sagen, wenn du so aufstellst, dann ist es ja wirklich eigentlich sehr defensiv. Also mit einer Viererkette und zwei Sechsern, weil ich, das kann ich jetzt noch nachschieben, würde natürlich dann wieder die Variante wählen, dass Mangala eher so auf Achterhöhe positioniert wird und Endo dann die einzige Sechs ist. Aber gut, jetzt hast du dich schon so entschieden. Gut, dann kommen wir zum Mittelfeld, beziehungsweise zum offensiven Mittelfeld. Die Davi dürfte gesetzt sein, also bei mir ist das. Ja. Da sehe ich keinen Grund, irgendwie zu wechseln. Und jetzt muss ich überlegen, du darfst jetzt praktisch noch einen, kommt doch an, wie du spielst, mit zwei Stürmern oder mit einem? Ja, ich würde, auch da, mir gefiel es eigentlich ganz gut gegen Bielefeld. Also ich fand Gonzalez auch schon gegen Leverkusen auf dem Flügel gut, durch seine Schnelligkeit. Jetzt hat er gezeigt, er kann sogar flanken. Insofern lasse ich wieder mit Gonzalez spielen. Silas möchte ich eigentlich sowieso immer sehen, also spielt er auch. Und Gomez hat getroffen und spielt auch wieder. Ich bin langweilig, aber ich spiele mit fast der gleichen Aufstellung wie gegen Bielefeld. Also 4-3-3 dann bei dir praktisch. Endo, also Didavi im Zentrum und dann Gonzalez, Gomez, Silas. Okay. Genau. Ich habe jetzt Didavi und bei Silas bin ich mir unsicher, ob er ihn spielen lässt, weil ich fand die zweite Halbzeit nicht so gut. Erste Halbzeit fand ich besser. Aber Silas ist halt wirklich der Spieler, der immer wieder Gefahr ausstrahlt. Gonzalez spielt auf jeden Fall, kann ich mir schon mal notieren. Im Sturm wird Gomez spielen, weil Al-Ghadoui sich ja mit einer Entzündung irgendwie, was war das, im Unterschenkel rumplagt. Habe ich das ja, ich glaube, gespeichert? Ja. Ich glaube, Entzündung im Unterschenkel war es. Also dann wird Gomez vorne spielen und Gonzalez habe ich. Muss ich mir kurz nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zwei Spieler habe ich noch. Mein Gott. Was mache ich mit dem Silas? Also, den Castro muss ich draußen lassen. Den ertrage ich nicht mehr. Das ist, der macht nicht viel falsch, aber das ist für mich immer so, nee, ich will jetzt mal wieder was erfrischend Junges sehen. Der Massimo spielt. Der gefällt mir und deswegen spielt der wieder. Und dann spielt halt Silas, decken wir im Arsch. So. Ha, das war auch mein einziger Tipp, den ich verändert hätte. Massimo also, statt Silas. Hätte ich dich gleich fragen sollen, dann hätte ich nicht so lange rummachen müssen. Aber gut. Ja, normal bereite ich mich da besser vor und habe den Tipp schon parat. Jetzt habe ich ihn halt hier zusammen mit euch erstellt. Gut, wir werden uns dann am Sonntag davon überzeugen können, ob der VfB endlich mal wieder auswärts gewinnt. Denn ja, das Spiel gegen Bochum liegt gefühlt auch schon irgendwie wieder einen Monat zurück. Weiß gar nicht mehr, wann das war. Aber ja, es dürften noch ein paar Auswärtssiege gebraucht werden. Von daher könnte man jetzt gegen Wien Wiesbaden wieder anfangen. Gut, dann haben wir nur noch ein paar kleine Randthemen. Zum einen, Sebastian, hat sich Joachim Schmidt geäußert über Hopp und Kollektivstrafen. Du weißt natürlich, wer Joachim Schmidt ist. Das ist der erste Vorsitzende des VfB Stuttgart Fanclubs RWS, also Rot-Weiß. Was ist das dann, das ist? Ich weiß es nicht, Stuttgart. Keine Ahnung. RWS. Shit, ich dachte, das erklärt sich, wenn ich es so direkt vorlese. Okay. RWS Bergheim, der größte VfB-Fanclub mit
rund 1300 Mitgliedern. Ich habe herausgefunden, 1977 gegründet. Also sie sind älter als ich, viel älter genau, als ich. Genau, also Rot-Weiße Schwaben-Bergheim 1977 e.V. offiziell. Rot-Weiße Schwaben. Und ich glaube, die Website ist auch von 1977, wenn ich mir das so ist aber jetzt despektierlich von dir. Entschuldigung. Auf jeden Fall hat sich Joachim Schmidt zu den Vorfällen ja am vergangenen Spieltag geäußert und wurde gefragt, wie beurteilen Sie denn den Sachverhalt, dass Dietmar Hopp seit Jahren solchen Angriffen ausgesetzt ist? Und ihr wisst jetzt schon, was kommt, sonst würde ich es ja nicht mit in die Sendung nehmen. Aber hier ist Joachim Schmidts Antwort. Am Anfang hat mich das auch ein bisschen gestört, dass man da so einen kleinen Verein nach oben bringt mit viel, viel Geld. Aber der Hopp hat sich ja inzwischen zurückgezogen. Er ist halt nur noch der Geldgeber und gleicht das Minus aus. Aber man sieht, es wird ja nicht mehr das große Geld investiert in Hoffenheim, sonst würden sie ja nicht mit 6:0 gegen die Bayern verlieren. So einfach ist es. Alles, ja, total, alles völlig auf den Punkt. Die anderen Aussagen, die lasse ich jetzt weg. Auch die Eva, die kann schon gar nicht mehr an sich halten, wenn sie diese Äußerung hört. Ich finde es halt Wahnsinn, dass du dich als Vorsitzender von einem Fanclub hinsetzt und sowas raushaust, weil du weißt im Endeffekt, was du damit auslöst und gleichzeitig wirkt es halt auch so, als ob das ganz bewusst vom SWR in dem Fall ja so angefragt wurde, das Interview, um eben dann einen Fan zu präsentieren, ja, so ein richtiger eingesessener Stuttgart-Fan, der seit Jahren dabei ist, der es aber komplett kritisch sieht, was die Ultras da machen. So und das finde ich halt schon wieder, also als journalistische Leistung sehr, sehr fragwürdig, weil hier fehlt mir dann ja, irgendwie so jemand, der wirklich dann die Denkweise beziehungsweise die Punkte der Ultras versteht und besser vertreten kann. Ähnlich wie es dann bei SWR Sport geschehen ist. Da fand ich die Runde sehr, sehr gut. Ja, also das finde ich hier etwas schwierig. Grundsätzlich, wie beurteilt ihr die Lage jetzt am vergangenen Spieltag? Es gab ja viele Plakate in der Bundesliga, natürlich auch in der zweiten Liga. Aber die Kritik, die sich natürlich dann auch wieder in Richtung DFL, DFB, Rummenigge, Hopp und so weiter richtete, war doch sehr kreativ vorgetragen. War im Endeffekt genau das Richtige, wie man von Ultraseite damit umgehen musste, oder? Eva, vielleicht du mal. Ja, definitiv. Also ich finde, es war ja so ein kleiner Mittelfinger, ne? So nach dem Motto, ihr werft uns vor, wir sind nicht kreativ genug, bitte. Wir sind kreativ. Aber genau in dem Moment, was Gaia wieder Joni zeigen wir nicht, ist ja kein Skandal. Und das ist halt das Problem. Also das zeigt ja, eigentlich ist es ganz gut, dass man es jetzt nochmal gesehen hat, so nach dem Motto, es gibt ja kreative Proteste, sie finden halt einfach nur wirklich kein Sprachrohr. Ich fand zum Beispiel Stuttgart-Bielefeld wirklich eins der besten Beispiele gestern, ne? Also wurde ja auch relativ viel, sowohl von Stuttgarter Seite, also ich fand das mit Dietmar Hopp ist ein und dann auch diese 2 Minuten etwas merkwürdige Stimmung, die durchs Stadion ging. Hat man das gespürt im Stadion, dass die Leute jetzt Ich finde, man hat schon gemerkt. Also ja, es guckten ja alle wirklich dahin. Zusätzlich zu den scheiß DFB-Gesängen, die, wo Sebastian und ich beide standen, großartig, was ja schon relativ laut von beiden Seiten kam. Dann sowohl die Banner auf Stuttgarter Seite, ich fand aber tatsächlich die Banner auf Bielefelder Seite auch sehr gut. Auch die Positionierung tatsächlich, also sie hatten ja dieses fette Banner, das schon gegen RB damals im Zweitligaspiel hing. Die wahre Fußball ist nicht der wahre Fußball. Und das konnte man halt tatsächlich auch bei jeder Kameraeinstellung sehen. Also, weil es eben nicht direkt im Fanblock-Bereich war, sondern eben, sobald ich nur ansatzweise die Fans gesehen habe, habe ich dieses Banner, was im Prinzip, wenn ich drauf gucke auf den Fanblock, links komplett einmal hochgespannt war und halt auch sehr groß. Und dann natürlich auch oben, ne, dieses von wegen, ja, euer 3-Stufen-Plan in eurem Regel waren da und dann diese 3 Forderungen, die ja auch irgendwie von den Fanszenen generell ja veröffentlicht wurden in diesem Statement. Also von wegen ja DFB kritisieren, uns zuhören und dann halt eben diese hässlichen Fratzen demaskieren, wo zwar keine Gesichter gezeigt wurden, aber eben die verschiedenen Namen, was man gut genutzt hat in diesem doch etwas kleineren Gäste-Fan-Block von diesem V her. Und von daher
fand ich die Proteste wirklich sehr kreativ. Auch Schalke fand ich super, ja, die ja irgendwie das Zitat von Tönnies unter dieses irgendwie steht auf gegen Rassismus positioniert hatten. Also das war ja wirklich ganz großartig. Da sieht man ja, dass sich da schon Gedanken gemacht wird. Was ich ja ein bisschen interessant finde, ist, wir kommen ja jetzt zu einem Spieltag, wo es in der ersten Liga zwei Derbys ohne Zuschauer gibt. Und auch wenn es eben nicht die Ursache hat, dass die Fans ausgeschlossen werden, weil sie Verfehlungen begangen haben, sondern eben wegen der Gesundheit, wird man ja sehen, wie es ist, wenn ein Spiel ohne zwei Ultraszenen ausgetragen werden. Mhm. Und ich glaube, da werden wir schon mal einen ganz guten Hinweis darauf kriegen, wie es laufen könnte, wenn DFB und Fangruppierungen sich nicht einig wären. Und der DFB hat ja schon wieder ein Gespräch abgesagt, was sie ja so großartig angekündigt haben, was ihre Idee war, was ja wirklich falsch war. Yeah. Und ich finde, da kann man, ist eigentlich auch mal ganz interessant, vielleicht kann man da, böse gesagt, jetzt mal die positiven Seiten auch sehen. Also wir werden am Wochenende sehen, wie es ist, wenn wir im deutschen Fußball zum Teil ja britische Verhältnisse bekommen. Also ich sehe es, leider Gottes, vielleicht bin ich auch hier wieder zu pessimistisch, eher so, dass es sich irgendwann so entwickeln wird, wie es halt in Leipzig ist. Es werden halt irgendwo so bekloppte Klatschpappen ausgelegt, die du vorm Spiel dann zu einer Choreografie hochheben darfst. Und das ganze Eventpublikum feiert sich halt total ab. Und dann gibt es natürlich auch beim 0:0 nach 12 Minuten schon die erste Laola, weil es gehört halt dazu. Und ja, ich denke, das wird sich auf lange Sicht in diese Richtung entwickeln. Und ich verstehe zwar, was du meinst, klar, jetzt gibt's mal keine Ultraszenen, die Leute werden vom Fernseher sitzen und sich denken, das ist aber scheiße, wenn einfach ja 22 Leute in dem leeren Betonbunker vor sich hinkicken. Das ist natürlich dann nicht so besonders cool, aber ich befürchte einfach, auf lange Sicht werden wir so Leipziger Verhältnisse oder von mir aus so Nationalmannschaftsverhältnisse in vielen Stadien haben. Es wird natürlich immer noch so ein paar Ausreißer geben, Fanszenen, die sich nicht einfach so leicht verdrängen lassen. Natürlich dann auch dem geschuldet, dass die Clubs das deutlich mehr wertschätzen, ja, also ihre Ultraszenen. Ich möchte dann nochmal die Bremer erwähnen, da hat sich ja der Geschäftsführer, war es glaube ich, letzte Woche sehr einfach sehr neutral und gleichzeitig dann aber auch mit einer klaren Botschaft in Richtung DFL geäußert zu der ganzen Thematik. Das war eigentlich der einzige differenzierte Beitrag von irgendjemanden aus der Bundesliga, der in der Führung eines Clubs tätig ist. Vielleicht da auch noch mal kurz die Frage, Sebastian, in deine Richtung, fandst du es ein bisschen schwach, dass bislang nichts von Klaus Vogt kam in diese Richtung, von unserem Präsidenten? Fällt mir gerade mal so nebenbei ein. Ehrlicherweise war ich ganz dankbar, dass sie sich nicht wie viele andere irgendwie so reflexhaft mit einer Lobesrede auf Dietmar Hopp geäußert hat, sondern tatsächlich wohl ja abgewogen hat und abgewartet hat, das vielleicht auch immer noch tut. Aber ich finde, das muss sich auch nicht jeder Präsident von allen Bundesligisten und Zweitligisten jetzt zu der Sache äußern. Also ich denke, jetzt haben wir sowieso andere Probleme. Ja. Aber grundsätzlich fand ich, war das jetzt keine Situation, wo ich erwarte, dass sich der Präsident meines Clubs in irgendeine Art und Weise äußert. Und im Zweifelsfall, nachdem so viel Blödsinn gesagt worden ist, war ich sogar dankbar, dass sich der VfB in der Beziehung relativ bedeckt gehalten hat. Aber hat Klaus Vogt als Mitbegründer oder Gründer vom FC Playfair nicht da noch eher vielleicht, ich würde mal sagen so, oder erwartet man nicht eher, dass er da noch was zu sagt zu dieser Thematik? Also ich erwarte nicht, dass er dazu was sagt. Ich erwarte oder ich hoffe mir, dass er eine Meinung zu der Sache hat, die eher an der liegt, die der Geschäftsführer von Werder Bremen hat, als der Meinung, die dann Karl-Heinz Rummenigge hat. Und das davon bin ich auch überzeugt. Aber ich finde nicht, dass er sich jetzt explizit dann in seiner Funktion als Präsident des VfB Stuttgart zu Wort melden muss. Ich bin etwas unentschlossen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich schon denke, er hätte sich vielleicht positionieren können, weil es ja auch im Wahlkampf immer wieder um Werte und sowas ging. Das wäre schön gewesen, wenn er sich da ähnlich positioniert hätte, wie eben der, ich glaube, es war der Geschäftsführer vom SV Werder Bremen, aber ja, ich finde es jetzt auch nicht dramatisch, dass er sich nicht geäußert hat. Also schlimmer wäre es gewesen, er hätte sich so geäußert wie die meisten anderen Offiziellen der diversen Vereine. Also von daher, gebe ich dir schon recht, dann lieber nichts sagen oder erstmal so eine Weile abwarten, die Situation vielleicht für sich dann auch nochmal anders beurteilen oder so. Ich kann es halt nicht genau greifen, gerade wie er jetzt denkt. Ich vermute zwar, dass er dann eher, wie gesagt, auf Seiten der Bremer ist von seiner Meinung her, aber
Ja, irgendwie erwarte ich da schon noch, dass da irgendwas kommt. Vielleicht noch abschließend zu diesem Themenkomplex drei Podcast-Empfehlungen. Erstens mal den letzten zweite Bundesliga-Pod. Eva, da hast du nämlich hervorragend vorgetragen. Ja, also was eigentlich die komplette Sachlage sehr, sehr gut zusammengefasst, auch ein paar gute Meinungen abgegeben. Also da kann ich jedem nochmal empfehlen, dass man sich diese Folge nochmal anhören sollte. Dann gab es beim DFL-Sportgespräch zwei interessante Gästinnen. Zum einen Helen Breit, über die haben wir ja auch schon gesprochen. Da ging es um das Thema Sexismus und sexuelle Gewalt im Stadion. Und Angela Formaniak, die man natürlich hier in Stuttgart kennt als Fananwältin und Anwältin, möchte ich jetzt mal so sagen, der Ultras hier beim VfB. Und da gab es, wie gesagt, jetzt, glaube ich, am Sonntag ein Sportgespräch über 40 Minuten. Das war sehr interessant, vor allem, als dann immer mal wieder der Moderator in Stocken geraten ist, als die zwei sehr schlagfertigen Frauen eben dann sehr schlagfertige Antworten gegeben haben. Das fand ich dann immer wieder amüsant. Und dann noch ein Podcast-Hinweis, den man eigentlich fast schon nicht mehr machen muss in dieser Fußball-Podcast-Welt. Der Rasenfunk hat sich erneut mit dem Thema auseinandergesetzt in der letzten Ausgabe. Und auch da empfehle ich einfach das Schlusssegment. Natürlich empfehle ich den kompletten Rasenfunk, aber das Schlusssegment im Speziellen, wo es auch nochmal um das Thema Ultras und das, was so in den nächsten Monaten kommen könnte, geht. Genau, und nochmal kurz das nachzureichen. Also Hubertus Hess-Grunewald ist Präsident vom SV Werder Bremen. Dann haben wir das auch richtig. Ja, wenn ich auch noch eine Podcast-Empfehlung machen darf. 93 hat, glaube ich, in seiner 135. Folge, also die letzte Woche erschienen ist, auch da sehr schön nochmal 2 Stunden, glaube ich, über abgerantet. Inklusive, wie heißt der gute Schorchardt, der Anwalt, auch sehr interessant, auch weil sie es eben kritisch tatsächlich auf Fanszenen auch betrachten, eben das gerade auch ankreiden, ob denn jetzt auch kreative Proteste kommen. Das, man muss sich nicht die kompletten 5 Stunden geben, es reichen vielleicht 2,5. Und ich muss noch mal, jetzt muss ich doch mal nachhaken, Sebastian. Ich bin ja wieder was ganz Großem auf der Spur. Oh, Kicker steht, dass Hubertus Hess-Grunewald Werder Geschäftsführer ist. Vielleicht ist er Präsident und Geschäftsführer. Er ist Präsident und Mitglied der Geschäftsführung. Na gut, dann haben wir das auch gelöst. Beide recht. Wie immer eigentlich. Ja. Gut, Christian Gentner war bei SWR Sport zu Gast. So ist es richtig, immer langsam. Wir werden jetzt nicht ausführlich über Christian Gentner reden. 2 Punkte. Zum einen hat er gesagt, der Abstieg hängt oder hing ihm lange nach. Das fand ich ja auch ganz interessant, weil man ja dann diesen Spielern sozusagen dann immer so ein Stück weit unterstellt, ja, kaum sind sie weg, dann ist das Thema eigentlich schon ad acta gelegt, aber ich nehme es ihm schon so ein Stück weit ab, dass dieser Abstieg besonders schwer für ihn zu verdauen war da, glaube ich, auch, oder weil es dazu geführt hat, dass sein Ende hier in Stuttgart dann doch ein bisschen früher kam, als er sich das vorgestellt hat, ja, und insgesamt dann, glaube ich, auch sein Leben nochmal eine neue Wendung genommen hat, die er so vielleicht gar nicht mit eingeplant hat, so würde ich es jetzt mal für mich beurteilen. Und was ich viel interessanter fand als diese Aussage, die ich jetzt hier gerade eben nochmal zum Besten gegeben habe, war, dass er meinte, wir haben, also letztes Jahr, wirklich eine schlechte Saison mit dem VfB gespielt. Das hat er jetzt gesagt. Da hat er recht, ja. Ja, aber das hat er davor nie gesagt. Nee, er hat beim VfB immer so rumgemacht, Mensch, ja, da liegt es vielleicht dann an den Gegnern. Ja, also das fand ich aber mal gut, dass er es dann mal gesagt hat. Wir haben eine schlechte Saison gespielt und es wird ja immer deutlicher, dass es eben nicht nur das Spielerische war, was nicht gepasst hat, sondern die Mannschaft hatte einige schwierige Charaktere dabei, so möchte ich es mal ausdrücken. Da viele Ich-AGs, sagt man, glaube ich, dazu, wenn eben nicht alle an einem Strang ziehen und ihre eigene Agenda verfolgen. Und Christian Gentner unterstreicht das so ein Stück weit auch noch damit, dass der VfB eben insgesamt eher unterdurchschnittlich gespielt hat. Sebastian, hast du das Interview gesehen bei SWR Sport? Nein. Ja, also muss auch nicht nachgucken. Es war sonst nicht viel Gehaltvolles dabei, was nicht an Christian Gentner liegt, sondern ich glaube, es waren wieder zu viele Gäste. Ich weiß auch nicht. Ich finde diese Formate, diese Sport im dritten Formate und so immer ein bisschen schwierig, wenn dann mehrere Gäste da sind und du dir eigentlich nur 2, 3, vielleicht manchmal 6 Minuten nehmen kannst für einen Gast. Das ist einfach viel zu wenig, um gehaltvolle Aussagen daraus zu holen. Und ich glaube, Christian Gentner könnte viel, viel mehr erzählen.
Vielleicht mal einen Podcast. Mal gucken, was es da gibt. Ja. Gut, abschließend unsere Jugend, U21, U19. Ich frage gleich vorneweg, Sebastian, hast du dir das Spiel angeguckt auf dem DFB-TV? Ja, genau. Ich hab die zweite Halbzeit gesehen. Ich kam nach Hause, da stand es 1-0 für den VfB. Dann habe ich nach der Halbzeit eingeschaltet, als es 1-1 stand, und habe dann noch den Untergang quasi mit ansehen müssen, leider. Also ich hatte ganz schlechtes Timing. Du hast eigentlich das perfekte Timing gehabt, denn die erste Halbzeit konnte man als normaler Mensch nicht mitverfolgen. Da musste man entweder blind oder taub sein. Anders konnte man es einfach nicht ertragen, denn Bild und Ton waren asynchron. Also, da kriege ich mal Kopfschmerzen bei sowas. Ja. Das war grauenhaft. Es war dann so, du hast praktisch den Kommentator gehört, wie er sich über das Tor gefreut hat von Benedikt Tollerbach. Und du denkst so, ja, Moment mal, der VfB ist ja noch in der eigenen Hälfte. Es war wirklich grauenhaft. Dann ständig irgendwelche Aussetzer. Also, wer dachte, VfB-TV ist schlecht, DFB ist da wirklich noch setzt nochmal dem Ganzen eine Krone auf. Aber ganz kurz was zum Spiel. Also, ich fand, insgesamt war das eigentlich eine gute Leistung vom VfB. Und in der zweiten Halbzeit, mir kam es so vor, als ob der Mannschaft irgendwie so ein bisschen die Puste ausging. Natürlich hat man auch ein bisschen Pech gehabt mit den Gegentoren durch Torben Rhein, der diesen merkwürdigen Freistoß da reinzimmert. Patrick Schott, der Torhüter, sah da vielleicht nicht ganz so glücklich aus. Dann gibt's den Elfmeter. Auch hier war Patrick Schott beteiligt. Batista Meier haut das Ding rein. Steht 2-1. Und kurzer Schluss. In der 83. Minute machen die Bayern dann noch das 3-1. Irgendwie unglücklich für unsere U19, weil sie aus meiner Sicht mindestens ebenwürdig waren, eine richtig, richtig starke erste Halbzeit gespielt haben und höher führen müssen nach 45 Minuten. Aber ja, das ist natürlich dann auch eine alte Weisheit im Fußball, wenn du deine Chancen nicht nutzt und so weiter und so fort. Und so geht man halt dann als Verlierer vom Platz. Und jetzt wird es natürlich ganz, ganz eng, beziehungsweise fast schon unmöglich, die Bayern noch einzuholen. Die haben jetzt 4 Punkte Vorsprung. Es gibt nur noch 6 Spiele, um diese 4 Punkte aufzuholen. Und am kommenden Samstag am 14.3. spielt unsere U19 zu Hause gegen Augsburg. Die liegen auf Platz 9. Und die Bayern spielen ebenfalls am Samstag in Fürth. Ja, und die sind Letzter. Und jetzt kommt's. Haben sage und schreibe 7 Punkte aus 20 Spielen geholt. Also, ui. Man darf sich hier, glaube ich, nicht auf Schützenhilfe aus Fürth verlassen. Naja, willst du noch irgendwas zu dem Spiel sagen? Jetzt habe ich dich gar nicht zu Wort kommen lassen, sorry. Nee, aber ich hatte auch so wie gesagt, ich habe nicht alles gesehen, aber auch so den Eindruck, als ob der VfB eigentlich noch dran wäre und das Ding auch noch nicht dann irgendwie schon verloren schien. Bis dann halt dann die anderen Bayern-Tore noch fielen, wo es dann klar war, okay, das geht jetzt irgendwie doch ein bisschen den Bach runter. Aber ja, insgesamt ist das Ergebnis negativer, als das Spiel eigentlich war. Also echt so ein bisschen Pech gehabt, starker Gegner, der seine Chancen genutzt hat. Schade. Kostet sehr wahrscheinlich den Staffeltitel, das kotzt mich an. Aber gut, so ist es halt. Dann holen es halt mal wieder die Bayern. U21, die haben 0-0 zu Hause gegen Villingen gespielt. Es war das erwartbar schwere Spiel. Villingen ist ja ein unangenehmer Gegner, das haben sie ganz gut gemacht. Der VfB war besser, hatte die besseren Chancen, aber hat halt eben dann die Kiste nicht gemacht. Pech gehabt. Christian, sondern sein Bruder, Michael Gendner, sagte nach dem Spiel, mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, aber mit dem Spiel Moment mal, das hat er wirklich so gesagt? Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, aber mit dem Spiel bin ich auch nicht unzufrieden. Na gut. Ich glaube, er hat gesagt, mit dem Ergebnis bin ich nicht zufrieden. Nee, aber ich habe gerade nochmal nachgeguckt, im Artikel steht es wirklich so. Ich dachte zuerst auch, Mensch, habe ich mir das falsch notiert, aber ich habe deswegen extra hier den Link zum Artikel nochmal angeklickt und da steht es tatsächlich so drin. Mit dem Ergebnis bin ich nicht zufrieden, aber mit dem Spiel bin ich auch nicht unzufrieden. Das ist so klassischer Gentner eigentlich, oder? Gegen Villingen kann man mal Punkte liegen lassen. Leider haben wir nicht unser ganzes Leistungsvermögen abgerufen. Okay, lass mal so stehen. Das Gute ist ja, also eigentlich planst du ja, wenn du gegen Villingen zu Hause spielst, der VfB zu Hause bislang bockstark in der Oberliga, sicher mit 3 Punkten, und wir dachten jetzt schon, scheiße, jetzt holen die Kickers wieder 2 Punkte auf, aber die verlieren beim letzten in der Oberliga, seit 2002, mit 2-0. Das war natürlich die große Überraschung des Spieltags hier, und jetzt sind die Kickers 6 Punkte hinter dem VfB. Allerdings hat der VfB auch noch ein Spiel mehr. Die Kickers haben ja noch ein Nachholspiel, aber das wurde ja jetzt ja eben wieder verschoben, also ja, 6 Punkte vor den Kickers, 3 Punkte vor Göppingen, die konnten mit 2-1 gegen Pforzheim gewinnen, also da spitzt sich jetzt auch alles zu. Die entscheidende Phase beginnt, da ist natürlich jetzt auch interessant, was mit den Spielen so wird. Also
Da werden ja keine 1000 Zuschauer erwartet, aber werden die jetzt einfach so weiter? Gute Frage, ja. Also gegen die Kickers dann zu Hause wird es mit Sicherheit voll, aber die anderen Spiele, das sind ja dann meistens nur so 400 Zuschauer. Aber eigentlich darfst du die auch nicht spielen, oder? Eigentlich nicht. Also die 1000 sind ja erstmal nur so ein Richtwert. Aber klar, wenn jetzt halt schon Veranstaltungen abgesagt werden, wo vielleicht irgendwie 80 Leute kommen oder so, dann sollte das für Fußballspiele eigentlich auch gelten. Ja. Okay, der nächste Gegner ist der erste FC Riedersing Aalen. Ja, sie sind Elfter und ihr macht mir nichts vor, ich habe geschaut, das liegt bei Singen. So. Also das müssen wir der Eva vielleicht mal erklären. Wir spielen ja in der Oberliga mit der zweiten Mannschaft des VfB und ich versuche dann immer zu, also sehe dann die Städte, gegen die wir spielen, und ich versuche dann so zu erraten, wo die ungefähr liegen. Es ist wirklich mehr ein Ratespiel und ich liege immer komplett falsch und schicke die Leute irgendwie. Ich weiß, es gab Ähnliches im Hinspiel schon. Ich glaube, du hast es irgendwo... Aber bei so Krachern wie Dorf Merking oder Oberachern ist es halt euch nicht ganz einfach. Ey, ich bin froh, wenn ich weiß, wo von hier aus Rödinghausen ist. Wirklich. Ich weiß, ja, auch da habe ich mich letzte Woche voll in die Nesseln gesetzt und habe Rödinghausen, glaube ich, als Dorfclub bezeichnet. Ist es nicht? Ja, es gab auch Ärger, ja. Naja, sei es drum. Auf jeden Fall geht es jetzt für die zweite, das VfB am Sonntag, wahrscheinlich nach Singen. Also ich weiß nicht, ob es abgesagt wurde oder in Richtung Singen. Das sind wieder die Riedersingen und Aalen. Also, ach, klick mit dem Arsch. Die spielen auf jeden Fall am Sonntag. Und die Kickers empfangen am, ich glaube, die spielen am Samstag, empfangen die Pforzheim, die sind aktuell 14. Und Göppingen spielt in Reutlingen, die sind aktuell 15. und stark abstiegsbedroht. So, dann haben wir die U21 auch noch untergebracht und sind eigentlich durch soweit. Ja, sonst gibt's nicht viel zu sagen. Außer, ich möchte mich natürlich bedanken bei Eva Lotta Bohle für über 2 Stunden, die sie sich jetzt hier Zeit genommen hat. @LottiBohle ist dein Twitter-Handle. Bitte folgen. Qualitätscontent, ich habe es vorhin schon gesagt. Und es gibt natürlich den wundervollen Bundesliga-Pod, den jeder hören sollte. Nicht nur, wenn seine Mannschaft in der zweiten Bundesliga spielt, sondern auch sonst. Eva, es hat mir wieder viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich hoffe, wir hören uns in nicht allzu ferner Zeit nochmal wieder. Am besten natürlich dann als Erstligateams, also Stuttgart und Bielefeld. Ja, würde ich so unterschreiben. Danke natürlich auch mal wieder für die Einladung. Ich hoffe, ich habe jetzt Stuttgart nicht zu sehr schlecht geredet. Wenn, tut's mir wirklich leid, war nicht meine Absicht. Ich muss mal ein bisschen Kontra geben hier. Meistens Quality-Content, das ist auch viel Scheiße dabei. Aber ja, sonst wäre es ja nicht Twitter, das gehört. Ja, das ist korrekt. Sonst hätte ich mir das falsche Medium ausgesucht. Ja, aber wie gesagt, auch viel Erfolg an alle Stuttgarter für die restlichen Saison. Guckt auf euer eigenes Team. So machen wir das. Sebastian, auch an dich ein ganz herzliches Dankeschön. @Butze, dein Twitter-Account, da gibt's natürlich wie immer nur Qualitätscontent, yeah, und kein Scheißdreck. Heute wieder mit einem ganz hervorragenden Tweet zu einem nackten Mann, der mit einer Sturmhaube onanierend, glaube ich, über die Autobahn gelaufen ist. Ich glaube, er lag auf einer Raststätte oder irgendwie oder an der Autobahn oder so. Das macht's besser. Also, solche Tweets, kann ich euch versprechen, die werden humoristisch immer dann begleitet von Sebastian, beziehungsweise die Nachrichten werden humoristisch begleitet in Tweetform von Sebastian, kann man nur empfehlen. @Butze und natürlich @Vertikalpass, der passende Blog zu allem, was das Thema VfB angeht. Kurze Frage, gab es da jetzt eigentlich schon einen Text zum letzten Spiel? Nee, haben wir noch nicht gemacht. Weil jetzt irgendwie alles ja so ein bisschen unklar ist, jetzt müssen wir mal gucken. Aber ich glaube, da kommt noch was und dann muss man sich jetzt ja mal damit beschäftigen, wie es jetzt halt so weitergehen könnte, auch mit der ganzen Saison, Geisterspiele hin, Spielabsagen her. Also da bin ich echt gespannt, was uns da noch so erwartet in dieser Saison. Es klingt nach einem neuen, interessanten Artikel. Ich werde immer mal wieder vorbeischauen. Ihr solltet das auch tun. Und abschließend möchte ich nicht vergessen, Dennis braucht unsere Hilfe. Ihr wisst es, Dennis leidet unter dem chronischen Erschöpfungssyndrom. Ist übrigens einer der Menschen, die natürlich besonders gefährdet sind in der aktuellen Situation, Thema Coronavirus etc. Also auch da könnt ihr vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob dann jeder Stadionbesuch sein muss. Am besten wäre es natürlich, wenn ihr von euch aus darauf verzichtet, vielleicht nach Wiesbaden zu fahren, auch wenn es dem einen oder anderen schwerfällt. Aber ich würde es halt cool finden, wenn man diese Vorgaben, die ja jetzt nicht nur von Jens Spahn, der viele Sachen erzählt und oft wundert man sich dann als Zuhörer. Aber mir geht es darum, was die Virologen so empfehlen. Das sind ja dann schon Leute, die andere Interessen haben und vielleicht dann auch die Situation etwas besser beurteilen können als Jens Spahn und dementsprechend ernstzunehmender sind.
Auf was will ich eigentlich hinaus? Also achtet vielleicht darauf, dass ihr auf Risikogruppen Rücksicht nehmt und unterstützt den Dennis. GoFundMe ist eine Seite, da könnt ihr ihn unterstützen. Da gibt's eine Kampagne. Fehlen noch ein paar hunderte von Euros. Aber ja, Kleinvieh macht auch Mist, hat meine Oma immer gesagt. Und getreu dem Motto, ja, spendet ruhig kleine Beträge und helft Dennis etwas Hoffnung dadurch zu geben. So, dann sind wir durch. Mehr habe ich nicht zu sagen. Vielen Dank euch beiden. Und dann, ja, bleibt gesund und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Machen wir's. Ciao. Tschüss.